Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Genehmigung der Niederschriften der letzten beiden Sitzungen. Die Niederschriften der letzten beiden Sitzungen sind den Fraktionen übermittelt worden. Änderungswünsche sind nicht eingegangen. Wer stimmt der Genehmigung zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Niemand. Einstimmig angenommen. Top 3, Mitteilungen. Es gibt keine Mitteilungen. Top 4, Fragestunde. Die Fragen Nummer 134 und Nummer 151 werden miteinander vertauscht. Ich komme auf der zweiten Seite bei 134 nochmal darauf zurück. Dann eröffne ich jetzt die Fragestunde um 16.25 Uhr. Das Wort erteile ich Frau Hoffmann-Fesener, Frage Nummer 173. Für den Magistrat antwortet Herr Kowol. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenversteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Hoffmann-Fesener, Ihre Fragen kann ich weitgehend beantworten, muss allerdings eingestehen, bei einigen lagen uns die Zahlen so schnell nicht vor, sodass wir dann nachliefern müssen. Aber jetzt zu den Köpfen, Vollzeitäquivalente bei den beiden städtischen Polizeien und den jetzt aktuell zusammengelegten Polizeien im Jahre, ich fange mal mit der Verkehrspolizei beim Straßenverkehrsamt an, im Jahre 1729, 1850, 1960, 2061, 21 liegen uns leider keine Zahlen vor, 22, 62 und in diesem Jahr vor der aktuell jetzt im September 62. Bei den Stadtpolizisten im Ordnungsamt für das Jahr 1762, 1890, 1996, 2095, 2021, 101, 22, 101 und zum 30.06. diesen Jahres ebenfalls 101. In der Summe zum letztbekannten Zeitpunkt, September, dann 163. Im Bereich der Verkehrspolizei bei Amt 34, dem Straßenverkehrsamt, nicht berücksichtigt wurden in dieser Zahl die Bereiche Parkraumüberwachung. Dies ist eine neue Organisationseinheit, seit einigen, ja, muss man sagen, so ganz neu nicht, seit 2 Jahren im Einsatz, die mit einer anderen Eingruppierung ausschließlich den ruhenden Verkehr überwachen. Das waren 8 Personen, sind derzeit zwischen 9 und 10, je nachdem, wie die Fluktuation ist. Und das ist der Ersatz für den damaligen Dienstleister Securitas. Sie wissen, aufgrund eines Gerichtsurteils waren die ab Januar 2020 nicht mehr einsetzbar. Und wir haben weiteres Personal im Bereich Radar-Rotlichtmessung. Das sind allerdings keine Ordnungspolizeibeamten. Für das Jahr 2016, hatte ich gesagt, liegen uns bei der Verkehrspolizei keine Zahlen vor. Und für das Jahr 21, genau, das waren die Zahlen aus 21, die uns fehlten. Das Jahr 16, da gab es noch nicht die Auseinanderführung und man konnte jetzt in der Kürze der Zeit die Zahlen für die damalige Stadtpolizei so schnell nicht ermitteln. Für die Fragen 2 und 3 nach den Ordnungs- und Bußgeldverfahren, dies war leider nicht möglich, so schnell zu beantworten. Zur Auswertung der gewünschten Statistikkennzahlen ist ein erheblicher Arbeitsaufwand zu erbringen, der im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen zurzeit nicht abbildbar ist. Dies ist unter anderem damit begründet, dass personelle Engpässe im Bereich der zentralen Dienste, die das zusammentragen könnten, derzeit nicht in der Lage sind, das so schnell zu leisten. Und durch die Zusammenlegung Stadtpolizei und kommunale Verkehrspolizei auch noch einige Klärungen notwendig sind, wie von dem Ordnungsamt Personal aus der Verwaltungsabteilung auch für diese Aufgabe hinübergezogen werden soll. Da ist noch Abklärungsbedarf vorhanden, sodass auch hier ein gewisser personeller Engpass in den zentralen Diensten beim Straßenverkehrsamt oder besser gesagt bei dem neuen Amt für Straßenverkehrs- und Stadtpolizei derzeit nicht leistbar sind. Wir können die Zahlen natürlich bis Dezember dann nachliefern. Soweit die Antwort. Vielen Dank, das wäre sehr schön. Kann ich das einerseits schriftlich haben, bitte? Vielen Dank und dann zu beantragen wir hierzu eine Aktuelle Stunde. Ist notiert. Ich rufe auf die Frage Nummer 132 und erteile das Wort Daniel Weber.
Ist das an? Das ist an. Danke, Herr Vorsitzender. Liebe alle. Die Scientology-Organisation will eine scientologische Gesellschaft schaffen, in der nur Clears, also perfekte Menschen, Grundrechte haben. Der Bayerische Verfassungsschutz warnt vor einer Bedrohung für das politische System durch die SO. Die SO versucht beispielsweise, durch Unterwanderung von Firmen und Politik Einfluss zu nehmen. Der deutsche Anti-Scientology-Blog hat am 6. März aufgedeckt, dass in der Wiesbadener und Mainzer Immobilienbranche mehrere sogenannte WISE-Unternehmen mit Bezug zu Scientology geschäftig aktiv sind. Meine Fragen daher an den Magistrat. Hat die Landeshauptstadt Wiesbaden Kenntnis von der örtlichen Aktivität der Scientology-Organisation? Wie beurteilt die Stadt diese Aktivitäten? Zweite Frage. Hatte die Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihre Gesellschaften Beteiligungen mit Immobiliendienstleistern aus dem Umfeld der Scientology-Organisation geschäftliche Beziehungen? Dritte Frage. Gibt es von der Landeshauptstadt Wiesbaden Aufklärungsarbeit zu den Gefahren der SO oder weiterer sektenähnlicher Gruppierungen? Und die letzte Frage. An wen können sich Aussteigerinnen aus Sekten in Wiesbaden wenden? Danke. Für den Magistrat antwortet Herr Kowal. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Fragen kann ich wie folgt antworten. Die erste Frage. Aufgrund Ihrer Anfrage schon vom März diesen Jahres hat sich, wie in der Antwort vom 22. März diesen Jahres angekündigt, der Präventionsrat der Landeshauptstadt Wiesbaden mit der Thematik der Scientology-Organisation SO abgekürzt in seiner darauffolgenden Sitzung im Mai intensiv befasst. In dieser Sitzung informierte ein Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz den Präventionsrat über die aktuelle Lage und warnte unter anderem vor Verteilaktionen der extremistischen SO Scientology Organisation. Durch die Verteilung des Buches Der Weg zum Glücklichsein würde eine erste Kontaktaufnahme in der Regel durch Tarn- bzw. Nebenorganisation versucht. Die Bezüge zur SO seien dabei nicht direkt erkennbar. Standorte von SO befänden sich bereits in verschiedenen Städten, wobei die Mission der SO in Wiesbaden bislang nicht auffällig wäre oder aufgefallen ist. Der Präventionsrat hat vorgesehen, seinen Internetauftritt zu überarbeiten und wird in diesem Zuge auch eine entsprechende Information mit Hinweis auf die Thematik und die Seite des Landesamtes für Verfassungsschutz auf der Homepage der Landeshauptstadt Wiesbaden veröffentlichen. Zur zweiten Frage nach Kenntnissen. Seitens der Stadtpolizei und der Stadtverwaltung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, dass mit Immobiliendienstleistern in irgendeiner Form geschäftliche Beziehungen gepflegt werden. Die dritte Frage. Wie bereits erwähnt, sollen endgültige Hinweise auf der Homepage der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Verfügung gestellt werden, um insgesamt für das Thema zu sensibilisieren. Die vierte Frage. Nach Aussteigern. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass beim Land Hessen eine früher eingerichtete Stelle eines bzw. einer Sektenbeauftragten nicht mehr besteht. Ansprechpartner sind hier jedoch die Weltanschauungsbeauftragten der bisher großen landeskirchlichen Organisationen. Hilfesuchende können sich überdies auch an die übrigen Hilfs- und Beratungsstellen wenden. Hinweise zur SO in Bezug auf die Frage, welche Gefahren für den Einzelnen bestehen bzw. was kann genau getan werden, sind auf der Homepage des Landesamtes für Verfassungsschutz zu finden. Soweit die Antwort. Haben Sie das auch schriftlich? Und natürlich. Wunderbar. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage Nummer 159, Lea Eckert. Dankeschön. Im Frühjahr diesen Jahres war öffentlich bekannt geworden, dass gleichgeschlechtliche Paare bei der Erstellung medizinischer Gutachten zur Adoption unrechtmäßig benachteiligt worden waren. Der Oberbürgermeister hat sich daraufhin im Mai öffentlich im Rahmen des Regenbogenempfangs bei den Betroffenen entschuldigt. Die Rathauskooperation hat einen runden Tisch zur Aufarbeitung beschlossen. Ich frage daher den Magistrat, welche sind die ersten Schlussfolgerungen, die der runde Tisch zur Aufklärung der Vorfälle gezogen hat? Zweitens, wie ist die zukünftige Verfahrensweise bei ablehnenden Gutachten durch Amtsärzte? Für den Magistrat antwortet Frau Löbke. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung.
Nachdem in der Hochzeit der Corona-Pandemie das Gesundheitsamt keinerlei Gutachten mehr erstellte, wurde die medizinische Begutachtung im Auftrag der Adoptionsstelle ab März 2022 wieder aufgenommen. Bis September 2022 wurden 4 gleichgeschlechtliche Paare untersucht. Den 8 Personen wurden abschlägige Gutachten übermittelt, während alle anderen Adoptionsverfahren positiv beschieden wurden. Die beiden Begutachtenden, eine Ärztin und ein Arzt, haben dies eigenverantwortlich und ohne Information an Vorgesetzte umgesetzt. Mit dem internen Bekanntwerden der Vorwürfe aufgrund der Beschwerden zunächst eines Paares und Nachfragen der Adoptionsstelle hat die damalige kommissarische Amtsleitung umgehend das persönliche Gespräch gesucht. Noch vor dem öffentlichen Bekanntwerden haben alle Betroffenen Zweitgutachten auf Kosten des Gesundheitsamtes angeboten bekommen. Mittlerweile sind beide Begutachtenden nicht mehr bei der Landeshauptstadt Wiesbaden beschäftigt. Als ich Anfang April dieses Jahres, wie die meisten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, aus den Medien von diesen Vorwürfen erfuhr, war ich ebenso entsetzt wie vermutlich alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus. Für mich war klar, dass mit meinem Amtsantritt hier sofort gehandelt werden muss. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Oberbürgermeister Mende auch sehr herzlich danken, dass er im Mai am Rande des Regenbogenempfangs bereits sich bei den betroffenen Paaren im Namen der Landeshauptstadt entschuldigt hat. Ich habe unmittelbar nach Amtsantritt dann zu dem erwähnten runden Tisch eingeladen, der erstmalig direkt nach der Sommerpause am 7. September 2023 zusammengekommen ist. Nun zu Ihren konkreten Fragen, Frau Eckert, die ich mir erlaube, zusammen zu beantworten. Die Amtsleitung des Gesundheitsamtes und ich haben den runden Tisch, haben hier erste Maßnahmen vorgestellt, die einhellige Zustimmung fanden. Erstens, sämtliche ablehnende Gutachten müssen zukünftig vor Versand durch die Leitungsebene bestätigt werden. Zweitens, das vor Corona übliche, aber lose Verfahren, sich mit amtsärztlichen Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf auszutauschen, wird institutionalisiert und als verbindlicher Qualitätszirkel fester Bestandteil der zukünftigen Arbeitsweise. Drittens, alle Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes sind aktuell in einem digitalen Schulungsprozess, zu dem unter anderem der Umgang mit Diversität gehört. Die Schulungen sind verbindlich bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Viertens, die Landeshauptstadt Wiesbaden hat die Strafvermittlungsbehörden informiert. Die Landesärztekammer ist ebenfalls bezüglich standesrechtlicher Fragen in der Prüfung. Von den Teilnehmenden des Runden Tisches gab es natürlich eine Reihe von Nachfragen, die am Runden Tisch selbst bzw. mit Versendung des Protokolls beantwortet wurden. Ich freue mich auch über weitere Anregungen aus der queeren Community, die wir aktuell prüfen bzw. denen wir nachgehen. Dazu gehören insbesondere Ergänzungen der digitalen Schulung mit zusätzlichen Präsenzangeboten zu vorteilsbewusstem Handeln und konkreten Hinweisen. Dies wurde seitens der Amtsleitung des Gesundheitsamtes bereitwillig aufgenommen. Ich habe als Dezernentin zudem der Community angeboten, in einem steten Austausch zu bleiben. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich zur Umsetzung der weiteren Hinweise und Wünsche des runden Tisches an die teilnehmenden Organisationen berichten. Könnte ich die gerade schriftlich haben, die Antwort? Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage Nummer 151, Hartmut Bohrer. Ja. Der Tagespresse war am 1. Juli 2023 zu entnehmen, dass schon seit mehreren Jahren die Errichtung eines archäologischen Depots in Mainz-Kastell auf einer über 2 Hektar großen, gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten Fläche geplant ist, ohne dass dies dem Ortsbeirat zur Kenntnis gegeben wurde. Die Beteiligung des Ortsbeirates bei allen wichtigen Angelegenheiten des Ortsbezirks ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben. § 82 Hessische Gemeindeordnung. Ich frage den Magistrat. Erstens, seit wann sind dem Magistrat Planungen bekannt, das archäologische Depot im Ostfeld zu errichten? Zweitens, welche städtischen Gremien wurden zu welchem Zeitpunkt darüber informiert? Wenn die Stadtverordnetenversammlung und die Ausschüsse nicht informiert wurden, warum nicht? Drittens, wurde ein Letter of Intent seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden unterzeichnet oder ist dies beabsichtigt? Wenn ja, auf welcher Grundlage? Viertens, wieso wurde der Ortsrat Kastell nicht über die Pläne informiert? Für den Magistrat antwortet Herr Oberbürgermeister Mende. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Bohrer, Ihre Fragen beantworte ich gerne. Zusammenhängend wie folgt.
Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, HMWK, sucht für den Neubau des Archäologischen Zentraldepots Hessen, AZH, des Landesamtes für Denkmalpflege, LFDH, einen neuen Standort in der Landeshauptstadt Wiesbaden, um der Abteilung Hessen Archäologie des Landesamtes zeitgemäße Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen und dem in den vergangenen Jahren gestiegenen Bedarf zur Sicherung und Bergung des archäologischen und paläontologischen Kulturerbes Rechnung zu tragen, ist eine Neuunterbringung erforderlich. Vor diesem Hintergrund hat das Landesamt Gespräche mit dem Stadtplanungsamt aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde auf Grundlage des Anforderungsprofils des Landesamtes eine gesamtstädtische Standortuntersuchung durch das Architekturbüro Grabowski und Spork erarbeitet. Hierbei wurde neben weiteren Standorten auch der Entwicklungsbereich Ostfeld als möglicher Standort betrachtet. Im Ergebnis stellte sich dieser im Entwicklungsbereich Ostfeld gelegene Standort als vorzugswürdig heraus, insbesondere auch wegen der zu erwartenden archäologischen Funde und des bereits kulturhistorisch geprägten Umfelds. Parallel zur Vorbereitung der Auslobungsunterlagen für den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb hat das Stadtplanungsamt im Jahr 2023 dem am Neubau des Archäologischen Zentraldepots Hessen Beteiligten der Landesseite angeboten, das Vorhaben in den Ideenwettbewerb zu integrieren. Zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, HMWK, dem Landesamt, dem Hessischen Ministerium für Finanzen, dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, dem Stadtplanungsamt und der SEG Stadtentwicklungsgesellschaft als Entwicklungsträger und Treuhänder für die Stadtentwicklungsmaßnahme Ostfeld wurden Rahmenvorgaben definiert, die nach Abstimmung mit dem Preisgericht in die Auslobungsunterlagen aufgenommen wurden. Eine Absichtserklärung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Hessische Ministerium der Finanzen und die Landeshauptstadt Wiesbaden zur Unterzeichnung der gegenseitigen Interesse ist vorgesehen, aber bislang noch nicht unterzeichnet. Der vom Land Hessen beabsichtigte Neubau des AZH wird als Teil des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs eingebettet in eine städtebauliche Entwurfsidee für den gesamten Entwicklungsbereich. Im Rahmen des einjährigen Wettbewerbsprozesses, der voraussichtlich im Oktober 2024 mit der Bestimmung der Preisträger durch das Preisgericht abgeschlossen wird, werden Vertretungen der Politik, Ortsbeiräte und die Bürgerschaft in verschiedenen Formaten die Möglichkeit haben, aktiv mitzusprechen und sich zu beteiligen. Ich gehe davon aus, dass der vom Land Hessen beabsichtigte Neubau des AZH nach Abschluss des Wettbewerbs die weiteren Planungsschritte bis zur Bauleitplanung durchlaufen wird. Sollten im weiteren Prozessverlauf Entscheidungen anstehen, werden der Ortsbeirat und die Stadtverordnetenversammlung fristgerecht beteiligt. Ich hätte auch gerne die Antwort schriftlich. Gerne. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage Nummer 165, Luise Lydia Wagenbach. Für den Magistrat antwortet Frau Lübcke. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Frau Stadtverordnete Wagenbach, sehr geehrte Damen und Herren, gern beantworte ich Ihnen Ihre Fragen zu den Berufsurkunden in Gesundheitsberufen. Zur ersten Frage. Die Berufsurkunden sind nicht neu eingeführt worden, sondern werden beispielsweise bei Hebammen, Pflegekräften und NotfallsanitäterInnen schon seit vielen Jahren verliehen. Auch das Ausstellen der Berufsurkunde hat schon immer ein gewisses Zeitfenster mit sich gebracht. Neu ist aber, dass Anfang dieses Jahres das neu geschaffene Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege verfügt hat, dass eine Beschäftigungsaufnahme erst erfolgen kann, wenn die Berufsurkunde vorliegt. Zuvor war es üblich, dass die Gesundheitsfachschulen die erfolgreich bestandene Prüfung bescheinigt haben, die Arbeit aufgenommen werden konnte und der formale Akt des Vorlegens der Berufsurkunde dann nachträglich erfolgt ist. Dies wurde nun seitens des Landesamtes untersagt. Die Veränderung der seit Jahren etablierten Praxis stößt auf mein großes Unverständnis. Jungen Menschen nach erfolgreicher Ausbildung Steine in den Weg zu legen, ist völlig unangebracht. Dies trifft erst recht auf die Gesundheitsberufe zu, wo ein bekanntlich eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Zu zweitens. Das Thema der Berufsurkunden wurde im Rahmen der regionalen Gesundheitskonferenz, deren Vorsitz die Landeshauptstadt Wiesbaden ausübt, am 15. September 2023 besprochen. Dort wurde auf meinen Vorschlag hin einstimmig beschlossen, dass ich als Vorsitzende der regionalen Gesundheitskonferenz mich an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und Herrn Staatsminister Klose wende, um eine Rückkehr zur bisherigen Praxis einzufordern. Das entsprechende Schreiben wurde auch durch die Geschäftsstelle der regionalen Gesundheitskonferenz in meinem Auftrag bereits versandt. Eine Antwort seitens des HMSI ging am 27.10. bei mir ein. Darin hieß es unter anderem:
Eine eigenverantwortliche Tätigkeit im entsprechenden Beruf darf nach den bundesrechtlichen Berufsgesetzen tatsächlich erst dann ausgeübt werden, wenn die Berufsurkunde vorliegt. Eine unselbstständige Tätigkeit unter entsprechender Aufsicht ist aber bereits zuvor möglich. Eigene und direkte Maßnahmen sind der Landeshauptstadt Wiesbaden leider nicht möglich, da Fragen der Berufszulassung der Oberen Gesundheitsbehörde des Landes Hessens gesetzlich zugeordnet sind. Ich werde dieses Thema aber zusätzlich auch über den Hessischen Städtetag anbringen. Zu drittens, hierauf hat die Landeshauptstadt Wiesbaden leider keinen Einfluss. Die Änderung der neuen Bestimmung muss auf Landesebene erfolgen. Ich hoffe sehr, dass es hier ein umgehendes Einsehen gibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich rufe auf die Frage Nummer 136, Ingo von Seemen. Seit langem ist bekannt, dass das Umfeld der US-Kaserne in Erbenheim eine hohe Belastung mit der krebserregenden Chemikalie PFC aufweist. Im Frühjahr 2021 zeigte sich nach einem Umweltmonitoring der Oberen Naturschutzbehörde, dass es einen weiteren Belastungsschwerpunkt im nordwestlichen Bereich der Startbahn gibt. Zusätzlich sollte das komplette Kasernengelände überprüft werden. Auch die Frage nach Entschädigungszahlungen nach Artikel 8 Absatz 5 NATO-Truppenstatut für die angerichteten Umweltschäden stand im Raum. Ich frage den Magistrat. Mit welche Ergebnisse erbrachte das Umweltmonitoring der Oberen Naturschutzbehörde insgesamt? Welche Ergebnisse ergab die Überprüfung des Kasernengeländes? Drittens, sind inzwischen Entschädigungszahlungen seitens der BIMA-Schadensregulierungsstelle geflossen? Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn nicht, wann ist mit diesen und in welcher Höhe zu rechnen? Viertens, welche Planung gibt es seitens der Oberen Bodenschutzbehörde bezüglich der Entfernung der Schadstoffe? Für den Magistrat antwortet Frau Hinninger. Ich rufe auf die Frage, vielen Dank, die Frage Nummer 29, Silas Gottwald. Das ist dann auch zugleich die letzte Frage. Ja, unsere Frage ist schon ein bisschen älter. Im Januar 2019 berichtete der Wiesbadener Kurier, dass nur knapp jeder vierte der rund 880 Bussteige in Wiesbaden barrierefrei ausgebaut ist. Das Personenbeförderungsgesetz fordert eine vollständige Barrierefreiheit des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022. Der aktuell gültige Nahverkehrsplan der Stadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises empfiehlt daher, für alle Bushaltestellen unabhängig von deren Frequentierung unter anderem taktile Leitstreifen und erhöhte Bordsteinkanten. Ich frage den Magistrat, wie viele Bushaltestellen in Wiesbaden sind noch nicht mit taktilen Leitstreifen, erhöhten Bordsteinkanten und weiteren Maßnahmen zur Barrierefreiheit ausgestattet? Wie viele der Haltestellen aus Frage 1 liegen in den jeweiligen vom Nahverkehrsplan definierten Haltestellentypen Kategorien A, B, C, D? Wie ist der Zeit- und Finanzplan der weiteren Umrüstung der verbleibenden Bushaltestellen im Wiesbadener Stadtgebiet? Für den Magistrat antwortet Herr Kowoll. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Fragen kann ich wie folgt antworten. Seiten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes wird eine vollständig barrierefreie Haltestelle auf Basis der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben und entsprechend der hessischen Förderregeln von Hessen Mobil ab 2016 mit folgenden Ausstattungsmerkmalen definiert. Bodenindikatoren, Bordsteinhöhe von mindestens 20 cm und eine Mindestgehwegbreite von 2,50 m. Ab einer Bordsteinhöhe von 22 cm, das ist dann noch etwas höher, gilt auch eine Gehwegbreite von 1,50 m als barrierefrei. Weiterführend wird seitens des Rhein-Main-Verkehrsverbundes eine teilweise weitgehende barrierefreie Haltestelle auf Basis der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben und entsprechend der hessischen Förderregeln von Hessen Mobil bis 2015 mit folgenden Ausstattungsmerkmalen definiert. Bodenindikatoren, Bordsteinhöhe von mindestens 16 cm und eine Mindestgehwegbreite von 2,50 m. Alle Haltestellen, die keinen Bodenindikator besitzen oder die notwendige Mindestbordsteinhöhe und oder nicht die notwendige Mindestgehwegbreite aufweisen, gelten als nicht barrierefreie Haltestellen. Parallel zu diesen Ausführungen gab es eine Sitzungsvorlage aus dem Jahre 21, die Nummer 05-0036,
und nach dieser Sitzungsvorlage zum damaligen Zeitpunkt galten 659 von insgesamt 880 Haltestellen als nicht barrierefrei. Die zweite Frage: Die im Nahverkehrsplan definierten 77 Haltestellen mit dem Haltestellenstandard A umfassen 191 Bussteige. Von diesen 191 Bussteigen gelten nach oben aufgeführter Definition des RMV 23 Haltestellen als barrierefrei, das sind 12%, 49 als teilweise weitgehend barrierefrei, das sind 25,7% und 119 als nicht barrierefrei, das sind 62,3%. Eine Auswertung zu den Haltestellen der Standards B, C und D liegt nicht vor. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in Bezug auf die Grundmerkmale der Barrierefreiheit, Reststufenhöhe und Spaltbreite zwischen Wartebereich und Fahrzeugboden, optisch-taktile Leitstreifen und barrierefreier Zugang sind damit gemeint, der derzeit gültige Nahverkehrsplan nicht zwischen diesen Haltestellentypen A, B, C, D differenziert, sondern ausschließlich auf barrierefrei oder nicht barrierefrei abstellt. Vielmehr wird festgehalten, dass perspektivisch alle Haltestellen im Stadtgebiet vollständig barrierefrei umzubauen sind, sofern dies zum Beispiel aus topografischen Gründen nichts entgegensteht. Die dritte Frage: Mit dem aktuell für den barrierefreien Ausbau zur Verfügung gestellten Mitteln des Tiefbau- und Vermessungsamtes können bei Akquise von zusätzlichen Fördermitteln, die regelmäßig auch akquiriert werden, durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das ist einer der wesentlichen Zuschussgeber, 10 bis 15 Haltestellen pro Jahr barrierefrei ausgebaut werden. Weiterhin wurden mit Beschluss Nummer 0342 der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung vom 15. Juli 2021 die Fortschreibung unseres derzeitigen lokalen Nahverkehrsplans beschlossen. Der Nahverkehrsplan befindet sich aktuell in der Bearbeitung und eine Fertigstellung wird für das Ende des kommenden Jahres erwartet. Innerhalb dieses Planwerks wird das Thema Barrierefreiheit der Wiesbadener Bushaltestellen prioritär abgearbeitet und alle Haltestellen einer erneuten Überprüfung unterzogen. Vielleicht noch ergänzend muss ich sagen, der barrierefreie Ausbau wird ja seit einigen Jahren, noch lange vor diesen Regelungen, die auch gesetzlich auf hessischer Ebene determiniert sind, durchgeführt. Daraus ergibt sich aber, dass frühere Standards mit geringeren Bordsteinhöhen als ausreichend barrierefrei eingeschätzt worden sind, nach den aktuellen Regeln diesem aber nicht mehr entsprechen. Insofern gibt es eine unterschiedliche Qualität von barrierefreien und nur teilweise barrierefreien Haltestellen. Soweit die Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Fragestunde und rufe nun die Aktuelle Stunde auf. Sie wurde gewünscht von der SPD-Fraktion zur Frage Nummer 173, Themenkomplex Stadtpolizei. Es ist jetzt 16.58 Uhr. Die aktuelle Stunde umfasst maximal eine halbe Stunde. Wir schließen damit dann um spätestens kurz vor halb sechs. Wer wünscht das Wort? Herr Gottwald. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Wochen haben wir einen langjährigen Wunsch der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener in die Tat umgesetzt. Das Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei ist wieder vereint und zu Amt 34 geschmolzen. Das war die richtige Entscheidung der Kooperation, die wir getroffen haben, und sie entspricht dem Wille der Bürgerinnen und Bürger. Danke, Herr Stadtrat Kowol, für die Schilderung der beeindruckenden Zahlen, was wir einen Personalaufwuchs die letzten Jahre von 2017 bis 2023 bei der Verkehrspolizei und bei der Stadtpolizei hatten. 2017 haben Sie berichtet von 91 Stellen insgesamt und 2023 sind wir bereits bei 163 Stellen. 163 Personen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um die Sicherheit der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener zu gewährleisten. Dafür haben Sie zunächst einmal unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient. Stadt- und Verkehrspolizei sind meistens aber erst dann da, in den meisten Fällen, wenn schon was passiert ist. Und wenn wir über Sicherheit sprechen, dann ist vor allem ein starkes soziales Netz wichtig, vor allem für die Prävention von Straftaten.
Das Beste, was Kommunalpolitik tun kann für die Sicherheit, ist eine Investition in starke Schulsozialarbeit, in Quartiersmanager, in aufsuchende Arbeit und in unsere Schulen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um genau diese Investitionen zu machen und umzusetzen, bringt die SPD gemeinsam mit den Grünen, mit Linken und Volt gemeinsam in der Kooperation aktuell um jeden Euro und wir absolvieren einen echten Sitzungsmarathon im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. Aber die größte Fraktion im Hause hat sich stattdessen fürs Zurücklehnen entschieden und heute verkündet, keinen Haushaltsplan vorzulegen. Damit hat sich die CDU nun endgültig der Verantwortung für unsere Stadt entzogen und sich endgültig entlarvt. Nun ist klar, wer Verantwortung für Wiesbaden übernimmt und wer nicht. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Friedrich. Ja, sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Trennung der Verkehrspolizei aus dem Ordnungsamt war 2017 ja eine Art Politikum, das ja nicht nur bei den Bürgern für Unverständnis und Verwirrung sorgte, sondern auch politisch durchaus brisant war. Denn war es doch nicht allein der Wunsch Kowalds, die Verkehrspolizei seinem Dezernat zuzuordnen? Und schweren Herzens hatten wir damals in der Kenia-Kooperation zusammen mit der SPD auf Drängen der Grünen das Ganze dann so umgesetzt, dass diese Trennung überhaupt zustande kam. Natürlich finden wir es weiterhin sinnvoll, das Ganze zusammenzulegen. Ziel sollte es aber nicht sein, dies auf Kosten der Beschäftigten zu machen. Und ja, ihr lobt die jetzt hier, dass sie gute Arbeit machen, das sehen wir natürlich genauso. Aber wir erkennen hier, und das suggeriert ja auch die Frage von Frau Hoffmann-Fester, klar raus, dass hier Stellen eingespart werden sollen. Und auf der anderen Seite reicht hier für den Haushalt 400 weitere Stellen ein, die als Bedarf angemeldet werden. So, stattdessen sollen hier Hindernisse für Bürger beseitigt werden und effizienter, bürgernäher und zentralisierter gearbeitet werden. Denn nicht nur die Telefonnummer kann vereint werden, sondern auch die Standorte und Leitstellen. Hier wären Kosten einzusparen. Zum Beispiel benötigt der Standort im Europaviertel in den nächsten 2 Jahren jeweils Mehrkosten von 304.230 Euro allein für die Doppelmiete, die da anfällt. Ziel sollte es also sein, die Doppelstrukturen zusammenzuführen und dem Ordnungsamt wieder die Federführung zu geben. Ein Positives hat es, wenigstens beim Dezernenten scheint zumindest bei diesem Thema der Unmut der Bürger mal wahrgenommen zu werden. Das Wort hat Herr Diers. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Gottwald, vielen Dank für diese Miniatur vorgezogene Haushaltsrede, aber die werden wir dann richtig erst Ende des Monats haben. Ich gehe mal kurz eine Zeitreise zurück machen in das Jahr 2017. Da hat sie sich ja die Kenia-Kooperation gegründet. Da war übrigens die SPD mit den Verantwortungen, hat den ganzen Blödsinn damals mitbeschlossen. Da gab es nämlich damals eine CDU, die natürlich Law and Order machen wollte, aber es gab vor allen Dingen einen neuen Verkehrsdezernenten der Grünen, der unbedingt eine Verkehrspolizei haben wollte, um mit dieser Truppe den Kampf gegen das Auto erst so richtig loszulegen. Und die hat die damalige Kenia-Kooperation auch gegeben. Wir als Freie Demokraten haben das von Anfang an kritisiert und wir hatten ja auch schon ein paar Debatten dazu, weil ein funktionierendes System damals schlicht und ergreifend zerrissen wurde. Und wenn man sich das anschaut, das Unheil nahm ja dann auch seinen Lauf. Herr Kowal hat ja heute die Zahlen vorgelegt, auch wenn die ein bisschen divergieren von den Zahlen, die von damals waren, so um die 98 oder jetzt 91 Stellen, auf dann jetzt 163, beziehungsweise damals waren es 169 Stellen. Ist egal, es ist insgesamt ein Anstieg von knapp 2/3 der Stellen. Und jetzt wird es gefeiert, obwohl wir das von Anfang an immer gesagt haben, dass das wieder zusammengeführt worden ist. Und da fragt man sich, eigentlich müssten sich doch bestimmte Synergieeffekte an der Stelle einstellen. Aber wenn die Haushaltsberatung mal geschaut hat,
15 weitere Stellen werden jetzt für diesen zusammengelegten, für diese zusammengelegte Stadtpolizei an der Stelle gefordert, womit wir dann von 2017 bis heute fast bei einer Verdoppelung wären, bei eigentlich einer nicht wirklich geänderten Lage, was Verkehr und was die Sicherheitslage hier in der Stadt anbelangt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, schafft anscheinend nur ein Linksbündnis innerhalb von knapp 10 Jahren jetzt wirklich die Stellen zu verdoppeln. Und jetzt könnte man ja noch meinen, dass die Finanzen vielleicht dabei sehr, sehr gut sind, dass vielleicht dadurch durchs Knöllchen schreiben, was Herr Kowal gerne macht, dann vielleicht mehr Geld in die Kasse kommt. Gucken wir uns mal die letzten Haushaltsberatungen an. Dort mussten 3,5 Millionen Euro zugesetzt werden aufgrund der Reduzierung der Ausgabenplanwerte, die er ursprünglich angegeben hat. Sprich, es wurden weniger Knöllchen geschrieben und das musste im Haushalt an der Stelle ausgeglichen werden. Das heißt, es lohnt sich finanziell noch nicht mal, dass man diesen Stellenaufwuchs an der Stelle betrieben hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden Ende des Monats hier eine Haushaltsdebatte abschließen. Es ist symptomatisch, was hier eigentlich gerade passiert ist. Herr Gottwald stellt sich hier vorne hin und weint ein paar Krokodilstränen. Hätten über die letzten Jahre Sie den Stellenplan nicht so weit aufgebläht und müssten jetzt an der Stelle in der Realität ankommen, dass es alles nicht zu finanzieren wird, dann hätten Sie wahrscheinlich ein paar mehr Euro für den Sozialetat, für das soziale Netz, weil die Stellen, die geschaffen worden sind, das sind die Stellen, die jetzt im Sozialetat an der Stelle fehlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich gehe zunächst erstmal nach Fraktionsstärke, Herr von Seemen, und dann die zweite Runde offen. Ja, ich weiß gar nicht, ob die grüne Fraktion inzwischen, also ob wir inzwischen größer sind als die grüne Fraktion, aber egal. Nein, ich darf das nochmal erläutern. Ich habe eben gesagt, in der ersten Runde, das muss ich korrigieren, in der ersten Runde derer, die sich sogleich bei Beginn zu Wort gemeldet haben. Und dazu gehört Herr Kissler nicht, aber Sie. Deswegen sind okay. Sie jetzt dran. Der Fraktionsstärke rüttel ich hier nicht. Na gut. sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Verschmelzung der Stadtpolizei, natürlich eine gute Idee und da stehen wir auch dahinter. Wir haben auch schon immer übrigens dagegen gestimmt, dass die getrennt wird. Und natürlich haben die eine wichtige Aufgabe, wenn man sich in Wiesbaden umschaut. Die Parkverstöße nehmen ständig zu, die alle Ortsbeiräte bitten darum, dass öfter kontrolliert wird und wir hoffen, dass das in Zukunft auch geschieht. Man muss nämlich schauen, dass die Stadtpolizei auch die Aufgaben durchführt, für die sie da ist. Das ist nämlich ein Ordnungsamt. Für die Sicherheit ist die Landespolizei zuständig. Und dann vielleicht noch mal ein paar Erklärungen, wie so ein Haushalt funktioniert, weil die CDU, die scheint das überhaupt nicht mehr zu wissen. Und auch bei der FDP ergeben sich da die ein oder anderen Schwächen. Aber ich rede über die Stadtpolizei. Hier wurde gesagt, es wurden Stellen eingereicht. Ich frage mich, von welcher Fraktion hier Stellen eingereicht werden können. Das hat der Herr Friedrich gesagt. Und zu seiner Aufklärung, die Kooperation hat keine einzige Stelle eingereicht, sondern die weiteren Bedarfe, die kommen aus den Ämtern und Dezernaten. Das macht nicht die Kooperation und da sollte man auch trennen. Wir werden entscheiden am Ende oder werden einen Vorschlag machen dem Parlament. Das Parlament entscheidet das am Ende, wie mit diesen Stellen dann umzugehen ist. Aber wer wirklich für einen Stellenaufwuchs gesorgt hat in den letzten Jahren, das war vor allem die CDU. Das war vor allem die CDU, die das immer zu ihrem Hauptthema gemacht hat. Jeder weiß, dass jede Partei Schwerpunkte hat. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, die SPD hat viel für das soziale Netz getan, die Grünen haben viel für den Klimaschutz getan, dann hätten Sie recht, wenn wir über diese Stellen reden. Aber wenn man die Stellen hier ansieht, dann sind das Haupt- und Kernforderungen der CDU, die jetzt natürlich nachhaltig schwierig im Haushalt sind. Aber nichtsdestotrotz sind wir auf einem guten Weg, die Stadt effizient und so zu gestalten, dass es
wenigstens einen Mehrwert bringt für die Stadt, der sich dann auch finanziell darstellt. Insofern bin ich da guter Dinge, dass wir auch mit dem schwierigen Erbe, das wir vorfinden, von den Vorgängerregierungen hier eine gute Haushaltspolitik machen. Danke. Herr Kissler, Sie sind noch nicht dran. Bleiben Sie bitte sitzen. Das Wort hat Herr Bachmann. Ich werde Ihnen gleich nochmal die Geschäftsordnung erklären. Ich habe aber noch ein paar Dinge mehr zu sagen zu dem, wie Sie hier mit der Angelegenheit der Antwort des Magistrats umgehen. Halten Sie sich bitte an die Geschäftsordnung. Ich werde Sie gleich nochmal verlesen, aber erst aus Gleichbehandlungsgründen am Ende der Fragestunde. Am Ende der aktuellen Stunde. Sie haben das Wort, Herr Bachmann. Ja, vielen Dank, Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tut mir leid, es ist sagen zu müssen, aber der Brandstifter, der sich fürs Löschen feiern lässt, ist meistens relativ unglaubwürdig. Die Trennung wurde damals aus, ja, CDU, nicht so laut klatschen, die Trennung wurde damals aus politischem, parteipolitischem Interesse, das wurde ja auch schon angedeutet, wurde ja durchgeführt, hat auch Geld gekostet. Wir haben zwei spezialisierte, ich nenne es mal Einheiten, ausgebildet, die jetzt wieder zusammengeführt werden, was wieder Geld kostet. Deshalb sind die Krokodilstränen so nach dem Motto, ha, wir sparen uns jeden Euro irgendwo aus, schwitzen wir uns aus den Rippen für den Sozialetat, hier an der Stelle wahrscheinlich nicht ganz glaubwürdig. Wie gesagt, das Ganze ist eine rein politische Entscheidung und Ingo, vorgezogene Haushaltsrede zum Thema, dann solltet ihr bei den weiteren Bedarfen vielleicht auch rausstreichen, gemäß Kooperationsvertrag in den einzelnen Texten. Vielen Dank. Ich habe dir nicht geschrieben. Ich kann da nichts rausstreichen. Das Wort hat Herr Küssler. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal muss man sich einfach kleiner machen, als man ist. Das gehört auch dazu. Ich möchte vorneweg mit einem Gerücht, was hier erwähnt worden ist, aufräumen. Es war mitnichten der Wunsch der Trennung von Herrn Stadtrat Kowoll. Herr Stadtrat Kowoll war zu dieser Zeit gar nicht im Amt und er hat auch nicht an den Verhandlungen der damaligen Kenia-Kooperation teilgenommen. Trotzdem muss man natürlich gucken, dass wir in diesem Kenia-Bündnis diese Trennung vorgenommen haben. Und das hat sich sicherlich nicht in allen Belangen als Glücksgriff erwiesen. So ehrlich muss man an der Stelle auch sein. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir jetzt die Stadtpolizei und die Verkehrsüberwachung wieder zusammengeführt haben. Man muss allerdings auch sagen, dass die Stellen bei der Verkehrsüberwachung, wenn sie auch nicht große Mehreinnahmen generiert haben, dennoch rentierlich sind. Und an der Stelle kann man sagen, auch mit Blick auf den Verkehr, Verkehrsüberwachung zahlt sich aus. Aber ich bin ganz bei der FDP, wenn die FDP sagt, da müsste es doch Synergieeffekte geben durch die Zusammenlegung. Absolut. Ich glaube auch, wir sollten die nun zusammengelegten Behörden da durchaus einer Aufgabenkritik unterziehen. Ich glaube aber nicht, dass eine Aktuelle Stunde dafür der richtige Rahmen ist. Wir sollten dieses Thema im Fachausschuss nochmal vertiefen und unter die Lupe nehmen, um zu gucken, was sind die Mehrwerte, die wir für unsere Stadt heben können. Dankeschön. Ja, von Ihrem Rederecht Gebrauch gemacht haben, dann erteile ich jetzt das Wort wieder Herrn Diers, der FDP. Entschuldigung, Herr Kowoll, sofort danach oder nachher? Er kann die Frage vielleicht auch gleich beantworten. Ich hätte nämlich eine Frage, die ich nämlich eben noch vergessen hatte, an den Magistrat, weil wir hatten diese Debatte ja, ich sag mal, zum Ende der letzten Legislaturperiode. Und da hat Frau Hinninger, jetzt ja unsere Bürgermeisterin, so schön gesagt, dass mit der Trennung eigentlich alle sehr zufrieden sind, auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dass die Bewertung, die wir als FDP damals vorgenommen haben, dass das eben keine kluge Sache war, schlichtweg falsch ist.
und hier lediglich von unserer Seite Unruhe unter den Kollegen der beiden Einheiten geschürt wird. Deswegen meine Frage, jetzt wo alles wieder zusammengelegt wird, ist denn jetzt dann trotzdem Ruhe eingekehrt oder nicht? Das könnte Herr Kowold dann gleich vielleicht noch beantworten. Und Herr Kisseler, auch wenn Sie das gerne im Fachausschuss beraten wollen würden, das ist sicherlich richtig, nur die Aktuelle Stunde wurde doch von dieser Seite des Hauses, nämlich durch die SPD an der Stelle, beantragt. Ich dachte eigentlich, dass die Linkskooperation an der Stelle sich so weitgehend vor solchen Versammlungen oder an der Stelle abstimmt. Ich höre allerdings ein leichtes Knirschen an der Stelle, was die Haushaltsberatung anbelangt. Das wird ein spannender Monat. Vielen Dank. Für den Magistrat spricht Herr Kowold. Ja, der ist ein älteres Gebäude, da knirscht es öfters mal, aber dieses Haus steht sehr fest. Und egal, was Sie dann hören, es ist ein Rathaus. Wiesbaden ist sicher. Und dafür danke ich allen Ordnungspolizeibeamten, sowohl der früheren Stadtpolizei wie der kommunalen Verkehrspolizei. Ich danke aber auch den Beamten, Polizeibeamten der Landespolizei, die in dieser Stadt sehr wohltuend für die Sicherheit an allen Stellen, die dafür relevant sind, sorgen. Und die Zusammenarbeit, das kann man ja noch intensivieren, funktioniert hervorragend. Und auch die Frage, ob man mit zwei städtischen Polizeien für Sicherheit und Ordnung sorgen muss, kann man sehr unterschiedlich beantworten. Wir haben viele Städte, die das getrennt haben. Das ist auch im Jahre 16, Anfang 17 beschlossen worden. Und Herr Friedrich, ich bin zwar meiner Zeit häufig voraus, das lasse ich durchaus gelten, aber hier war ich nun mal nicht maßgeblich beteiligt, sondern das habe ich dann vorgefunden, aber so weit und so gut als möglich auch umgesetzt. Und auch die Trennung hat uns einige Vorteile verschafft. Wir haben die verkehrlichen Maßnahmen rund um den Luftreinhalteplan durch diese Trennung in geradezu hervorragender Art und Weise umsetzen können. Es gab eine Vielzahl von Maßnahmen, die auch von Ordnungspolizeibeamten begleitet werden mussten. Und auch das ist sehr gut gelungen. Und das Ergebnis vor dem Verwaltungsgericht hier in Wiesbaden, dass es kein Dieselfahrverbot gibt, dass die Maßnahmen anerkannt werden und dass sogar die Deutsche Umwelthilfe sich verwundert die Augen rieb, war auch ein Ergebnis dieser Trennung und der hochspezialisierten Arbeit der kommunalen Verkehrspolizei. Trotzdem kann man klüger werden. Trotzdem kann man überlegen, ob Strukturen auch optimiert werden können. Und die Entscheidung, die politische Entscheidung, beide Polizeien zusammenzuführen, gibt uns durchaus auch Chancen. Und Sie haben ja schön in den weiteren Bedarfen schon geschaut, wie man weitere Veränderungen sowohl beim Personalkörper, aber auch in der Organisation dieser Polizeien, wenn sie denn zusammengeführt sind, zu einem Wohle der Sicherheit in dieser Stadt weiterhin optimieren kann. Wir haben beide Polizeien, und da haben wir uns relativ viel Arbeit gemacht, dank der Unterstützung des Amtes 15 und des Personalamtes war es möglich, diese Zusammenführung auch mit vielen organisatorischen Optimierungen einhergehen zu lassen. Ich war ganz überrascht, bei der Kommunalen Verkehrspolizei weiß ich, was die so tagtäglich machen. Bei der Stadtpolizei sind auch eine Vielzahl von weiteren Aufgaben gebündelt, die im Ordnungsrecht des Landes Hessens verankert sind und wo viele Aufgaben zum Wohle aller Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen werden. Ich erinnere noch an die Bestreifung von Parkanlagen, von Schulhöfen, die Bestreifung im öffentlichen Raum, auch im Freizeitbereich an Rhein und Main zum Beispiel. Wir haben eine Vielzahl von ordnungsrechtlichen Maßnahmen bis hin zum Entstempeln von Kraftfahrzeugkennzeichen. Die Feststellung von Vaterschaften, wenn es denn vor Ort nur möglich ist, wird von der Stadtpolizei wahrgenommen und ähnliche Aufgaben mehr. Sie können es dem regelmäßigen Bericht zur Tätigkeit der Stadtpolizei entnehmen. Und auch die Einnahmeseite hat sich sehr positiv entwickelt. Da gab es vielleicht einige Bemühungen, die nicht gleich erfolgreich waren. Seit einiger Zeit können wir steigende Einnahmen verzeichnen. Die Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden wie auch des fließenden Verkehrs, beim fließenden Verkehr dank Unterstützung der Landespolizei, wird sehr gut organisiert, führt zu erhöhten Einnahmen, aber auch, und das ist das eigentliche Ziel, zu einer höheren Sicherheit im Verkehrsgeschehen der Stadt. Wir gehen allen Vorkommnissen, die wir nicht wünschen in dieser Stadt, wie Poserfahrten, wie überhöhte Geschwindigkeit, sehr gewissenhaft nach.
überwachen hier regelmäßig, um solchen Fehlentwicklungen auch Einhalt zu gebieten. Ist Ruhe eingekehrt, war eine der Fragen zuletzt. Ja, es ist eine gewisse Ruhe eingekehrt, aber es ist noch ein längerer Weg, bis beide Polizeien zusammengewachsen sind, auch übergreifend alle Aufgaben wahrgenommen werden können, weil wir nun mal hochspezialisierte Kräfte hier haben. Ich bin froh, dass wir für alle Daseinsaufgaben rund um die Sicherheit und Ordnung in einer Stadt mit eigenem Personal tätig sein können. Das ersetzt nicht die Landespolizei, das muss man immer wieder ganz klar auch in Richtung Land Hessen sagen, aber die Zusammenarbeit in vielen Bereichen funktioniert hervorragend und ich bin sehr froh, dass wir das zum Wohle dieser Stadt, den vielen Menschen, die uns besuchen, die hier leben und wohnen, bis spät in die Nacht hin sicherstellen können. Und das ist es wert, dass wir das auch würdigen. Vielen Dank. Wort hat Herr Hill. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, ich bin schon etwas verwundert, denn ich glaube, wir erleben hier heute die überflüssigste Aktuelle Stunde, die wir jemals hatten hier in diesem Parlament. Und ich werde Sie daran erinnern, wenn wir nächstes Mal wieder im Ältestenrat zusammensitzen und stundenlang darüber debattieren und überlegen, wie wir die Sitzungen hier straffen und kürzen können, dass wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Ich werde Sie daran erinnern, wir falschen dort stets um jede einzelne Minute und jetzt wird hier einfach meines Erachtens eine halbe Stunde verschwendet. Mit einem Thema, das man zu anderer Zeit, an anderer Stelle wunderbar hätte anbringen können, so können wir unsere Zeit auch vertun. Aber da es nun auf der Tagesordnung steht, möchte ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass Sie diese Zusammenführung wieder gemacht haben, ist tatsächlich eine gute Entscheidung, denn diese Auseinanderführung der Stadtpolizei, das war so ziemlich der größte Schwachsinn, der hier in den letzten Jahren gelaufen ist und kein Bürger, kein einziger Bürger, den ich kenne, hat das jemals verstanden und die verstehen es bis heute nicht. Also da muss ich Ihnen wirklich danken, da haben Sie zum Glück noch mal, wenn auch spät, die Kurve bekommen. Danke. Das Wort hat Herr Gottwald. Wir haben noch 6 Minuten. Die brauche ich nicht. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, lieber Dennis Friedrich, du hast eben als einzigen so richtigen Kritikpunkt angebracht, die 300.000 Euro Kosten für eine Doppelmiete vom Standort. Ich würde mir ja mal wünschen, von der CDU zu erfahren, wie man sich die Zukunft des Amtes 34 für Verkehr und Stadtpolizei denn vorstellt. Aber das können wir ja leider wahrscheinlich niemals erfahren, wie man dieses Problem lösen möchte und die Organisation der Zusammenlegung, weil die CDU ja nicht bereit ist, einen Haushaltsplan vorzulegen, sich gar an der Abstimmung im Finanzausschuss zu beteiligen. Das war ja heute recht unklar in der Presseaussendung, wie man sich jetzt im Finanzausschuss am Ende dann konkret verhält. Wir wünschen uns auch für das Amt 34, das gebührt den Respekt gegenüber den Stadt- und Verkehrspolizisten, wie man sich denn das jetzt mit der Miete vorstellt. Zentralisieren oder nicht? Doppelmiete oder nicht? 2 Standorte oder einer? Wir würden es auch gern von der CDU erfahren. Machen Sie sich an die Arbeit, legen Sie einen Haushaltsplan vor. Wir warten darauf. Ich komme gleich noch mal drauf. Ist das eine Wortmeldung, Herr Friedrich? Dann haben Sie das. Herr David hat zurückgezogen. Naja, Sie haben eben so abgewunken, das habe ich als Zurücknehmen. Im höflichsten Sinne als Zurücknahme der Wortmeldung gedeutet. Nochmal hier, ich halte mich auch kurz. Ich will jetzt die letzten 2-3 Minuten nicht komplett auskosten, nur weil ich konkret angesprochen wurde. Diese Thematiken, ob wir die jetzt in den Haushaltsberatungen oder im Fachausschuss beraten, da gehört das hin. Und diese Aktuelle Stunde wurde kurzfristig ausgerufen. Deswegen die Kritikpunkte, da gibt es natürlich noch deutlich mehr, die für oder gegen eine Zusammenlegung sprechen. Das war einer von vielen. Wir haben vor allem kritisiert, dass ihr damals mit dafür gekämpft habt, dass das Ganze getrennt wird und freuen uns natürlich, dass zusammengelegt wird. Von daher
Herr Hill hat recht, diese Aktuelle Stunde ist unnötig. Und daher hoffe ich, dass wir die Beratung an der Stelle anderweitig an der richtigen Stelle fortführen. Weitere Wortmeldungen? Frau Georgi. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen auf dieser Seite, ich kann mich den Worten meines Vorredners anschließen. Es ist die unnötigste, unsinnigste Aktuelle Stunde, die wir jemals hatten. Und ich möchte ein bisschen Aufklärungsarbeit an der Stelle leisten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Ich anscheinend nicht. Regierung, das sind Sie leider, bedeutet Verantwortung und Lösungen zu finden. Und sie müssen von Ihnen eingereicht werden. Es ist nicht Aufgabe der Opposition, das zu machen. Aber wir haben Lösungen. Wir haben Lösungen, die wir Ihnen gerne präsentieren werden. Aber an der Stelle, an der es hingehört, in den Haushaltsplanberatungen und nicht in einer aktuellen Stunde zum Thema Verkehrspolizei und Stadtpolizei. Das ist einfach absurd. Ich sehe, dass die Redeliste erschöpft ist. Ich schließe damit die Aktuelle Stunde. Erlaube mir noch zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung, Sie haben ja selbst eben festgestellt, dass die aktuelle Aussprache, die Aktuelle Stunde hinsichtlich des Ausspracheinhaltes sich doch weit weg bewegt hat, teilweise von der Antwort des Magistrats. So ist es aber in der Geschäftsordnung geregelt. Ich rege an, dass wir das noch mal im Ältestenrat beraten, weil wir darüber natürlich auch Zeit einsparen können für die Dauer der Sitzungslänge. Es war mir aber eben auch wichtig, dass ich keine Ungleichheiten schaffe. Deswegen wollte ich die Erklärung in diesem Falle ausnahmsweise am Ende der Aktuellen Stunde oder diesen Hinweis geben. Das andere betrifft jetzt Redereihenfolgen, Fragen. Und da eben hier Irritationen bestanden haben, möchte ich noch mal auf Folgendes hinweisen. Wenn Sie sich bei Aufruf des Antrags zeitgleich melden, und damit meine ich nicht sekundengleich, sondern wir müssen auch Namen notieren, aber sozusagen, dass wir die alle notieren, dann ordnen wir die in der Reihenfolge der Fraktionsstärke. So sieht es der Paragraph 62.1 vor, in Verbindung mit einem dahinterhängenden Paragraphen, den Absatz, den kann ich Ihnen noch benennen, aber ich im Paragraph 62.1 legt der Stadtverordnetenvorsteher, also der Sitzungsleiter, die Reihenfolge fest. Und davon mache ich bitte auch Gebrauch. Und eben auf den konkreten Fall gesprochen, Herr Kissler, sollte ich etwas falsch gesehen haben, können Sie mir das mitteilen, habe ich gesehen, dass Sie sich deutlich später gemeldet haben und deswegen kamen Sie dann in der Reihenfolge der Wortmeldung ein. Und so will ich es auch jetzt im Weiteren bitte auch halten, deswegen möchte ich diese Erklärung hier nochmal abgeben, damit auch die Zuschauer verfolgen können, nach welcher Reihenfolge hier die Wortmeldungen ergehen. Wir hatten ja im Ältestenrat die Aussprache, Herr von Seem, Sie erinnern sich, Minderheitenrechte, dass wir eben durchaus nicht diese erste Runde, zweite Runde, aber in diesem Falle war das aus meiner Sicht sachlich korrekt und es sollte nur nochmal erläutert werden, weil wir haben ja noch ein paar Sitzungspunkte heute vor uns. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 5. Tagesordnungspunkt 5, eine Resolution, nie wieder ist jetzt Solidarität mit Israel. Ich verlese nun sogleich eine Resolution, die vor der Sitzung unter den Fraktionen abgestimmt worden ist. Die Sitzungsteilnehmer haben sich darauf verständigt, dass der Stadtverordnetenvorsteher auch in seiner Eigenschaft diese Resolution verlesen soll, was ich auch gleich und gerne tun werde. Eine Aussprache soll danach nicht stattfinden. Der Text wird sofort abgestimmt im Nachgang der Verlesung. Nie wieder ist jetzt Solidarität mit Israel. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen,
Angesichts der unmenschlichen Ereignisse seit dem 7. Oktober, bei denen die Terrororganisation Hamas und andere islamistisch-militante Gruppen unschuldige Bürgerinnen und Bürger sowie Militärangehörige entführten, töteten und israelische Städte seither mit Raketen beschießen, drückt die Landeshauptstadt Wiesbaden ihre volle Solidarität mit der israelischen Bevölkerung aus. Die unvorstellbare Härte und Aggression dieser Angriffe, die Familien, Kinder sowie Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen betreffen, berühren uns tief. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und den Nahestehenden der Getöteten, Verletzten und Entführten. Unsere besondere Anteilnahme gilt dabei den Menschen in Kfar Sabah, unserer Partnerstadt, und wir hoffen, dass auch sie bald in Frieden leben können. Wir bekräftigen Israels unveräußerliches Recht auf Selbstschutz im Rahmen des Völkerrechts. Es ist unabdingbar, dass der Terror schnellstmöglich gestoppt und die Entführten umgehend freigelassen werden. Wir werden jeglichem Versuch, die Gräueltaten islamistischer Gruppen zu legitimieren oder zu unterstützen, entschlossen und nachdrücklich entgegentreten. Wir übersehen dabei nicht das große Leid der Zivilbevölkerung der vom Krieg betroffenen Gebiete und hoffen auf eine baldige diplomatische Befriedung. Die Landeshauptstadt Wiesbaden bekennt sich uneingeschränkt zum jüdischen Leben in unserer Stadt. Antisemitismus darf in Wiesbaden keinen Platz haben. Das gilt auch für Versammlungen, bei denen Gewalt verherrlicht und anti-israelische Parolen verbreitet werden. Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt ihren dahingehenden Beschluss vom 20. Mai 2021. Wir kommen nun zur Abstimmung. Ein Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Veit-Wilhelmi. Sowohl der Kollege Wahle als auch meine Person haben schriftliche Protokollnotizen zu unserem Abstimmungsverhalten abgegeben. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich zu dem Diskussion. Vielen Dank. Ich habe im Verlauf der Sitzung gesehen, dass es notiert worden ist. Wünscht noch jemand das Wort zur Geschäftsordnung? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte Sie nun darüber abzustimmen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Eine Enthaltung, Herr Wardak. Herr Wardak dagegen. Wer enthält sich? Herr Wilhelmi. Damit ist die Resolution mehrheitlich angenommen. Ich bedanke mich. Ich rufe auf. Ein Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Hill. Eine persönliche Erklärung oder Anmerkung? Eine Anmerkung. Zu was? Zu Tagesordnungspunkt? Zu unserem, den wir jetzt gerade hatten. Entschuldigung, ja. Ich, wie Sie wissen, bin ich Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ich wollte mich ausdrücklich nochmal bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, dass wir dieses doch so schwierige Thema doch so einvernehmlich über die Bühne gebracht haben. Und ich danke auch nochmal durchaus der FDP-Fraktion, die das ursprünglich angeregt hat. Danke. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktionen von CDU, BLW, ULW, BIK für die Stadtverordnetenversammlung vom heutigen Tag, Sicherheit in der Wiesbadener Innenstadt endlich gewährleisten. Wer wünscht das Wort? Frau Georgi. Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Zeiten, in denen Fahnen angezündet werden, die Gewalt auf den Straßen sich immer weiter ausbreitet und die Angst umgeht, ist es in den Augen der CDU-Fraktion das Gebot der Stunde,
sich mit dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen. Das Sicherheitsgefühl der Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern war schon vor den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten und der daraus resultierenden Gewalt und Hetze auch in Deutschland besorgniserregend. Jeder Dritte ist laut einer Umfrage des Statistikamtes mit der Sicherheitssituation in der Wiesbadener Innenstadt unzufrieden. Kurz vor dem Sternschnuppenmarkt fragen sich viele, bin ich dort mit meiner Familie wirklich sicher? Schnell kommen auch Bilder aus Berlin wieder in den Sinn. Bilder, die man schon längst wieder verdrängt hatte. Bilder aus dem Jahr 2016 auf dem Breitscheidplatz. Ein LKW als Mordwerkzeug. Damals zog das Wiesbadener Stadtparlament schnelle Lehren aus dem Attentat und beschloss in seiner damaligen Weisheit, versenkbare Poller zur Erhöhung der Sicherheit in der Innenstadt anzuschaffen. Neben einer Waffenverbotszone, Videoüberwachungsanlagen und dergleichen mehr, definitiv eine absolut notwendige und sinnvolle Maßnahme. Heute, rund 6 Jahre danach, leben wir also in einer Stadt, in der versenkbare Poller schon seit langer Zeit die Sicherheit gewährleisten. Schauen wir uns doch mal an, welche Maßnahmen in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Wie ist der Stand heute, 6 Jahre danach? Und hier müssen wir leider feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass von versenkbaren Pollern weit und breit nichts, aber auch gar nichts zu sehen ist. Lieber Herr Kowoll, wo ist denn die Umsetzung des klaren Auftrages zum Installieren versenkbarer Poller der Stadtverordnetenversammlung? Wo ist sie nach 6 Jahren? Ich sage es Ihnen, es ist wie in so vielen Bereichen, die Sie verantworten, nichts passiert. Gut, Sie haben mobile Betonpoller aufstellen lassen. Man könnte meinen, die dicken Brocken schützen doch. Weit gefehlt. Mittlerweile haben seriöse Tests bewiesen, dass diese Poller selbst zu gefährlichen Waffen werden können, wenn sie mit Wucht verschoben werden. Auch der Beton kann zu einer Streubombe werden, weil beim Aufprall Teile herausgesprengt werden und Menschen im direkten Umfeld getroffen werden können. Seit März 2021 gibt es deshalb einen neuen DIN-Standard für Fahrzeugsperren. Die alten Poller müssen umgehend aus dem Verkehr gezogen werden. Haben wir also neue Poller? Fragen über Fragen, lieber Herr Kowoll. Leider lautet aber auch hier die Antwort nein. Bleiben wir jetzt aber bei den Betonklötzen. Wir wissen von Rettungsdiensten, dass diese ebenfalls ein Problem damit haben. Ein Fahrzeug mit einer Drehleiter kommt im Notfall nicht durch. Ein Rettungswagen wird stark ausgebremst. Rücken Sie dann mal schnell im Notfall die tonnenschweren Betonpoller zur Seite, Herr Kowoll. Ich komme auf die Weisheit der Entscheidung der Stadtverordneten aus dem Jahr 2017 zurück. Versenkbare Poller halten einen LKW wirksam auf, nichts wird abgesprengt und zur Not werden sie schnell versenkt, damit auch Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge durch können. Gleiches gelte übrigens im Rest des Jahres auch für den Lieferverkehr. So einfach, so wirkungsvoll. Ich erspare Ihnen erneut die Frage nicht, wo also sind Sie, die versenkbaren Poller? Sie behaupten, die sind zu teuer, haben im Haushalt für ein Pilotprojekt 1,2 Millionen Euro veranschlagt, plus 2 Millionen Euro im Jahr danach. Wir fragen uns allerdings, wie kommen Sie denn auf diese Zahlen? In vielen hessischen Städten gibt es Best-Practice-Beispiele. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Volt, das ist Ihnen ja mal sehr wichtig. In Limburg beispielsweise hat man 19 versenkbare Poller für rund 330.000 Euro angeschafft, bezuschusst vom Land Hessen. Bis zu 100.000 Euro zahlt das Land. Wieso kommen Sie dann also auf den 10-fachen Preis? Wurde denn ein Zuschuss beantragt und vielleicht sogar schon genehmigt? Und warum ist trotzdem nichts passiert? So rein gar nichts. Wo ist das Konzept für die Orte, an denen diese versenkbaren Poller sinnvoll sind? Das alles bedarf aus unserer Sicht der dringenden Aufklärung, lieber Herr Kowoll. Wir als CDU-Fraktion fordern daher, setzen Sie den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung von vor 6 Jahren endlich um. Schützen Sie die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, wie es Ihre Aufgabe wäre. Die längst überfälligen Poller wären hierzu ein erster Schritt. Denn objektive Sicherheit in der Stadt führt zu einem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Nie war es so wichtig wie heute. Vielen Dank. Im Anschluss. Ich habe drei Personen.
4 Personen jetzt auf der Redeliste nach. Frau Bonnet, bitte. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Daniela Georgi, ich habe Ihren Vortrag, Ihrer Rede aufmerksam zugehört, um herauszufinden, was in einer Stadt, die, wie wir gehört haben, ja einen erheblichen Personalaufbau im Bereich der Polizei hat, die Pionier der Waffenverbotszone ist und die dank eines CDU-Dezernenten eine ganze Reihe kräftiger Betonpoller in dieser Stadt hat. Das war nämlich vor allen Dingen der Herr Dr. Franz, der dafür verantwortlich ist. Ich frage mich angesichts dieser Umstände, wo das akute Sicherheitsproblem liegt, was wir hier auf die Tagesordnung heben. Bei meiner eigenen Recherche habe ich nämlich die echten Knaller nicht gefunden. Stattdessen, da möchte ich kurz noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden, habe ich eine Nachricht aus dem Frühjahr 23 gefunden. Da kann man nämlich lesen, dass Wiesbaden unter den 10 sichersten Städten in Deutschland auf Platz 3 ist. Aufgestiegen von Platz 8 aus dem Vorjahr. Diesem Ranking liegt die polizeiliche Kriminalstatistik zugrunde, die in jedem Frühjahr veröffentlicht wird. Die sogenannte Häufigkeitszahl, also die Zahl der Straftaten je 100.000 Einwohner, erhöhte sich 2022 in Wiesbaden zwar auf gut 7.000. Sie stieg aber auch in anderen Städten, was vor allem auf den Wegfall der Corona-Beschränkungen zurückzuführen ist. Das stellen Sie ja selbst in Ihrem Antrag fest. In den unsichersten Städten Deutschlands sieht es ganz anders aus. So liegt die Häufigkeitszahl in Frankfurt, dem Spitzenplatz in der Liste der gefährlichsten Städte 22, bei fast 14.400 Straftaten pro 100.000 EinwohnerInnen und damit mehr als doppelt so hoch. Nun halte ich nicht allzu viel von solchen Rankings, weil alle möglichen statistisch verzerrenden Einflussfaktoren wie der internationale Flughafen in Frankfurt hierbei wenig Berücksichtigung finden. Das im Hinterkopf sind die statistischen Unterschiede zwischen den Städten jedoch erhellend und erlauben wahrlich nicht, Wiesbaden zu einem besonders gefährlichen Ort zu hochzureden. Die einzige Zutat, mit der Sie hier ein Sicherheitsproblem herbeireden, ist das subjektive Sicherheitsgefühl. Und so zeigt sich bei Ihrem Antrag aufs Schönste, wie man die Suppe am Kochen hält. Man werfe nach Maßgabe dieser Gefühlsbasis noch eine an den Haaren herbeigezogene Unterstellung mit rein. Die Wiesbadener Innenstadt ist unsicher. Dann greifen die Medien das hoffentlich irgendwie auf und schon kann man der gefühlten Unsicherheit in der Bevölkerung Futter geben. Dass solche Verstärkungsspiralen in der Sicherheitsdiskussion eine nicht unerhebliche Rolle spielen, ist vielfach belegt. Wie sonst ließe sich das Auseinanderdriften zwischen subjektivem Gefühl und objektiven Tatsachen erklären, das nicht nur in Wiesbaden, sondern überall zu beobachten ist. Wenn wir hier ernsthaft weiterkommen wollen, dann helfen solche Scheinlösungen wie eine Ausweitung anlassloser Kontrollen, wie sie es mit einer Waffenverbotszone auf dem Sternschnuppenmarkt ins Spiel bringen, nicht wirklich weiter. Wie sollen wir uns das vorstellen? Gemeinsame Gruppen aus Landes- und Stadtpolizei kämpfen sich durch die Massen und nehmen Leibesvisitationen an Glühwein trinkenden jungen Leuten vor? Wiesbaden darf sich rühmen, bei Investitionen in die Sicherheit nicht wirklich im Hintertreffen zu sein. Auch die Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel, wo zuletzt 10.000 Angriffe mit Messer oder Pfefferspray pro Jahr zu verzeichnen waren, davon sind wir hier meilenweit entfernt. Als Kooperation werden wir daher die demnächst vorliegende Evaluation der hiesigen Waffenverbotszone sehr sorgfältig studieren. Der Wiesbadener Polizeipräsident, so viel lässt sich hier schon einmal festhalten, betrachtet diese Maßnahme als solche jedenfalls nicht als Gamechanger. Und was die versenkbaren Antiterrorpoller angeht, die Sie hier ja besonders intensiv betrachten, da dürften Sie sich, muss ich jetzt abwandeln von meinem Manuskript sagen, in dem Rahmen der Haushaltsverhandlungen dürfen Sie sich dafür entscheiden, dafür Geld zuzusetzen. Das haben Sie jetzt ja, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Sie sich da raushalten wollen. Und für uns lässt sich zumindest sagen, dass es uns zumindest wichtig, dass wir zumindest die Poller vor der jüdischen Gemeinde auf den Weg bringen. Und wenn ich das richtig weiß, ist das auch kurz vor dem Abschluss.
Wenn wir von einem Gefühl der Unsicherheit und Angst im öffentlichen Raum sprechen, dann erscheinen in einer insgesamt sicheren, polizeilich gut ausgestatteten Stadt andere Maßnahmen ohnehin viel wichtiger als noch mehr Kontrolle und noch mehr Überwachung. Eher muss es darum gehen, etwas gegen den Verlust von Vertrauen, auch von zwischenmenschlichem Vertrauen, zu unternehmen. Hierzu tragen ansprechbare Fußstreifen ebenso bei wie Sozialarbeiterinnen, darauf hat Silas Gostwald hingewiesen, Nachbarschaftsinitiativen und die Belebung von Straßen, etwa durch Gastronomie. Dazu zählt auch die Überwindung von Vorurteilen. Wie da bedeutsam gerade Letzteres für ein gelingendes und nicht angstgeprägtes Miteinander im öffentlichen Raum ist, hat zuletzt die Stadtanalyse zum Sicherheitsgefühl junger Wiesbadenerinnen deutlich gemacht. In dieser Umfrage spielt auch das Gefühl eine entscheidende Rolle. Im Fazit der Untersuchung wird festgehalten, und hier erlaube ich mir passagenweise zu zitieren, dass mehrheitlich vermeintliche Randgruppen der Gesellschaft, Obdachlose, Bettler, Betrunkene, herumhängende junge Menschen und Ausländer sowie Flüchtlinge als bedrohlich empfunden werden. Eigene negative Erfahrungen spielen hierbei nur bedingt eine Rolle, eher noch öffentliche Diskurse und mediale Botschaften. Die pauschale Einordnung bestimmter Bevölkerungsgruppen als verdächtig oder gefährlich ist etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wenn uns der Zusammenhalt und damit auch das Sicherheitsgefühl in unserer vielfältigen Stadtgesellschaft am Herzen liegt. Hierbei geht es auch um das Sicherheitsgefühl und Bedürfnis derjenigen, die schneller als andere in den Fokus anlassloser Kontrollen geraten und sich mit dem Verdacht konfrontiert sehen, den sie aus eigener Kraft kaum losbekommen können. Sie können sich denken, dass wir den Geist Ihres Antrags daher nicht teilen. Wie wir im Einzelnen damit umgehen, werden Rednerinnen nach mir noch darlegen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Hofmann-Fesner. Achso, ich hatte doch eben gefragt, dass ich noch drei auf der Liste habe, aber dann bitte, Herr Kowal. Für den Magistrat spricht Herr Kowal. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss es wiederholen, Wiesbaden ist sicher. Und ich finde es... Ich werde natürlich zu Ihren Fragen gleich Stellung beziehen, aber ich finde es schon bemerkenswert, wie hier ein Eindruck erweckt wird und das kurz vor dem Start unseres Weihnachtsmarktes, dem Sternschnuppenmarkt, dass hier eine besondere Quelle der Unsicherheit, der Gefährdung oder sonst irgendetwas, der Kleinkriminalität in diesem Zusammenhang gegeben ist. Ich habe mir seit einiger Zeit bin ich ja für die Stadtpolizei zuständig, mal von den Stadtpolizisten sagen lassen, wie denn ihre Erfahrung der letzten Jahre, auch übrigens vor Corona schon, zum Sternschnuppenmarkt gewesen ist. Wie sieht es denn mit der Kriminalität, der Gefährdung aus? Und ich kann Ihnen einmal mehr den Eindruck, den ich selbst oder Sie selbst vielleicht auch in den letzten Jahren, auch gerade im letzten Jahr gewinnen konnten, noch einmal bestätigen. Der Sternschnuppenmarkt ist angesichts der vielen Besucher, und da bin ich sehr stolz auf diese Stadt, dass wir so viele Besucher zu diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt gewinnen und erreichen können. Ein absolut sicheres Ereignis in dieser Stadt. Ein absolut sicheres Ereignis. Es gibt wenige kleinere Vorfälle, gelegentlich sogar mal eine Rangelei, aber insgesamt äußerst, äußerst sicher und friedlich. Und auch die anderen Aktivitäten, gerade im Winter, wenn Sie an die Winterstube am Mauritiusplatz denken, absolut sicher, nicht nur, weil Herr Tischel dort regelmäßig auch zu Gast ist, sondern weil dort auch wirklich durch auch die Präsenz unserer Polizei, der Landespolizei, der Stadtpolizei, der kommunalen Verkehrspolizei in der Vergangenheit für eine Sicherheit gesorgt wird, die seinesgleichen sucht. Und wenn Sie mal spät abends, das mache ich relativ selten, aber manchmal dann schon und jetzt in letzter Zeit immer öfters, weil ich ja auch zuständig bin, auch zu sehr später Stunde noch in der Fußgängerzone unterwegs sind, gibt es in der Tat, und das zeigt ja auch die Studie junger Menschen zum Sicherheitsgefühl in Wiesbaden, durchaus ein subjektives Unsicherheitsgefühl. Aber wenn Sie dann mal im Detail nachlesen, was dann maßgeblich dafür ist, dann sind das dunkle Ecken, dann sind es Gruppen junger Männer oder Menschen,
die sich dort bewegen, die dann auch gerade bei anderen jungen Menschen ein Gefühl erzeugen, naja, was ist hier los, warum sind so viele unterwegs? Ich sage Ihnen, ich bin heilfroh, dass so viele Menschen in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs sind, weil sonst wären wir auch am Wochenende eine tote Stadt. Nein, auch das ist kein Quell für Unsicherheit. Kein Quell für Unsicherheit. Diese Stadt ist sicher. Und auch die anderen Festivitäten, denken Sie an die Weinwoche und anderes, immer mit sehr vielen Menschen, die eigentlich dann immer zu Konflikten durchaus führen könnten, es ist trotzdem sehr sicher. Und dazu dienen sowohl die Sicherheitskräfte, aber auch die Mentalität der Wiesbadener, die jetzt nicht zu solchen Veranstaltungen gehen, um Krawall zu machen, sondern weil sie sich unterhalten wollen, weil sie das Miteinander genießen. Und auch dafür steht diese Stadt seit vielen Jahren auch mit ihren Festen. Zu Ihren Fragen. Die Fußgängerzone wird bezüglich des Lieferverkehrs jeden Tag bestreift von der Kommunalen Verkehrspolizei, jetzt auch verstärkt von der Stadtpolizei. Und es werden entsprechende Verwarnungen ausgesprochen, wenn dort unberechtigterweise nach 11 Uhr gefahren wird. Wir haben zudem einen Missbrauch des Befahrens vor 11 Uhr, dass dort manchmal Zeitgenossen meinen, sie könnten dort kostenlos parken, um dann ihre Erledigungen nachzugehen. Das versuchen wir in den nächsten Wochen und Monaten einzudämmen, weil das Befahren ist natürlich auch mit einer Gefährdung von Passanten und Fußgängern verbunden. Trotzdem wollen wir den Lieferverkehr weiterhin natürlich sicherstellen, denn das ist ganz wesentlich für eine Fußgängerzone, die sehr stark ja auch vom Einzelhandel lebt. Den Sternschnuppenmarkt, wie gesagt, es gibt keine Hinweise von Stadtpolizei, von Landespolizei, dass der Sternschnuppenmarkt besonders unsicher ist. Trotzdem haben wir ein Sicherheitskonzept. Der Veranstalter hat ein sehr umfangreiches Sicherheitskonzept für den Sternschnuppenmarkt regelmäßig in der Genehmigung. Das wird auch immer den aktuellen Entwicklungen angepasst. Und bezüglich des Befahrens, insbesondere gar mit Blick auf eine Terrortat, stehen diese Betonpoller zur Sicherheit an diesem Sternschnuppenmarkt. Und auch die Sicherheitskräfte, Feuerwehr und Rettungskräfte können mit einem Sicherheitskonzept alle Orte innerhalb des Sternschnuppenmarktes erreichen, um bei einem Einsatz rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein. Der Hinweis, dass diese Poller oder diese Betonblöcke durch ein Anfahrereignis wie Geschosse durch die Gegend fliegen, ist insofern nicht ganz zutreffend, weil sie eine sehr hohe Massivität haben. Das müssen sie erst einmal zerstören können. Trotzdem wäre auch bei einem Terrorpoller, den wir versenkbar installieren, diese Gefahr nicht ausgeschlossen. Auch da können Teile, insbesondere des Fahrzeugs, anschließend wie Geschosse durch die Gegend fliegen. Und insofern muss man sich genau mit dieser Thematik intensiv befassen, welcher Nutzen und welche Gefährdung es mit derartigen Terrorpollern, die ja in Wiesbaden verfolgt werden, auch verbunden. Da gibt es eine Reihe von Sicherheitsunternehmen, die das sehr gut bewerten können, und mit denen arbeiten wir hier rund um diese Terrorpoller-Frage eng zusammen. Warum sind die jetzt immer noch nicht installiert? Wir hatten Sie vor 2 Jahren darüber informiert, dass wir mit einem Piloten starten wollen, um das Handling rund um diese Poller auszuprobieren und zu entwickeln und dann auch zu implementieren. Und wir haben dann in Absprache auch mit dem Land weitere Standorte in diesen Piloten mit aufgenommen. Ursprünglich am Hauptbahnhof gedacht, dann am Michelsberg und in der Einfahrt in die Kirchgasse, Ecke Rheinstraße und Luisenstraße. Da sogar eine Förderung in Aussicht gestellt bekommen vom Land. Mussten jetzt aber im Rahmen einer Ausschreibung, die in diesem Sommer stattgefunden hat, feststellen, dass die ursprünglichen veranschlagten Mittel auch aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung nicht auskömmlich sind. Wir haben einen Mehrbedarf von deutlich über 1 Million Euro und das kann ich nicht einfach aus einem vorhandenen Budget decken. Restmittel, die dafür zur Verfügung standen, sind dafür nicht ausreichend, sodass wir diese Position auch zum Haushalt anmelden mussten. Wir sind auch mit Blick auf die Finanzsituation der Stadt derzeit dabei zu prüfen, ob ähnlich wie in Limburg, Sie haben das Beispiel genannt, wir mit normalen Pollern, die ein Einfahren auch einen Terrorschutz bieten könnten, ein Einfahren verhindern, einen Terrorschutz bieten könnten, mit abgespecktem Format dieser Poller ein ähnlicher Effekt erreicht werden kann. Dazu werden wir Sie je nach Haushaltsplan Beratungen
dann mit einer weiteren Vorlage informieren, um dann auch entsprechende Schritte einzuleiten. Die Förderung des Landes hätte bei Gesamtkosten von fast 3 Millionen rund 100.000 Euro umfasst. Das ist jetzt eine schöne Geste, allerdings angesichts der Gesamtkosten nicht auskömmlich. Wir sind unverändert sicher mit den vorhandenen Betonblöcken. Ich gebe zu, nicht besonders schick und schön. Allerdings erfüllen sie ihre Funktion vollumfänglich. Sonst hätte mein Vorgänger Oliver Franz das sicherlich an dieser Stelle auch nicht zum Einsatz gebracht und seit vielen Jahren im Einsatz. Ich komme zu den Fragen rund um die Delikt- und Straftaten. Hier habe ich von unserer Stadtpolizei, die regelmäßig zusammen mit der Landespolizei auf dem Sternschnuppenmarkt unterwegs ist, die Aussage, dass es keine auffällige Häufung von Delikten am Sternschnuppenmarkt gibt. Ganz im Gegenteil, und da komme ich zu meiner Ausgangsaussage zurück, man muss schon angenehm überrascht sein, und das ist auch sehr erfreulich, dass trotz Alkoholkonsums sehr vielen Menschen, glücklicherweise auch viele junge Menschen, die unseren Sternschnuppenmarkt besuchen, das finde ich auch eine sehr schöne Situation und Entwicklung, dass nicht nur ältere Menschen, die sehr weihnachtsaffin sind, sondern auch junge Menschen in allen Altersklassen bis 30, 40 regelmäßig in großer Zahl diesen Sternschnuppenmarkt besuchen, auch in Gruppen dort unterwegs sind und das Miteinander mit allen Altersklassen, mit allen Gleichaltrigen, gerade beim Sternschnuppenmarkt, ganz hervorragend funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass wir an vielen anderen Stellen in der Innenstadt ein solch friedliches Miteinander regelmäßig feststellen können. Und dann komme ich zu Ihrer letzten Frage, Waffenverbotszone. Also das ist ja nun wirklich der Hammer, dass wir jetzt auch anlässlich eines so friedlichen Miteinanders eine Waffenverbotszone dort einrichten. Also das schlägt ja nun wirklich dem fast den Boden aus. Wir haben eine Waffenverbotszone, die mag man positiv oder auch negativ bewerten. Ich werde Ihnen demnächst, ich hoffe noch dieses Jahr, eine entsprechende Auswertung wieder vorlegen. Wir hatten ja im politischen Raum die Vereinbarung, dass das Ganze wissenschaftlich begleitet werden soll, was ich sehr begrüße. Auch die aktuelle Diskussion in Frankfurt zeigt ja, dass durchaus Bewegung in der Thematik drin ist. Aber selbst in unserer vorhandenen Waffenverbotszone passiert relativ wenig. Trotzdem kann man sagen, man behält sie bei oder man schafft es ab. Wie gesagt, ist letztendlich eine politische Entscheidung auch. Aber dass man gerade den Weihnachtsmarkt jetzt als Standort für eine Erweiterung der Waffenverbotszone dekliniert und ausruft, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, nicht die Verbotszone bringt uns viele Sicherheit, sondern die Fußstreifen, die den Besuchern zugewandt, manchmal mit Rat und Tat auch zur Seite stehen, sowohl der Kommunalen Verkehrspolizei, sowohl der Stadtpolizei, sowohl der Landespolizei sind die Garanten dafür, dass das gemeinsame Feiern ohne viel Aufhebens auch an dieser Stelle hervorragend gelingt. Und ich wünsche Ihnen alle ein schönes Fest zu diesem Jahr, noch nicht das Weihnachtsfest, aber der Weihnachtsmarkt kommt ja bald und ich hoffe, dass wir uns alle dort sehen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Winter. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Am 22. Dezember letzten Jahres hat der Wiesbadener Kurier Bilanz gezogen über den vergangenen Sternschnuppenmarkt. Sternschnuppenmarkt war ein voller Erfolg, glückliche Winzer, erleichterte Stollenverkäufer. Die Begriffe Polizei, Gewalt oder Kriminalität sind in dem gesamten Artikel nicht einmal vorgekommen. Und auch in diesem Jahr werden Fußgängerzone und Schlossplatz wieder festlich beleuchtet sein. Wiesbaden, der Sternschnuppenmarkt wird in Kombination mit Wiesbaden und Eis zum Aushängeschild der Landeshauptstadt Wiesbaden werden. Daher irritiert es doch sehr, wenn die antragstellenden Fraktionen ausgerechnet jetzt, mal wieder wohlgemerkt, eine Unsicherheitsdebatte aufmachen zum Schaden des Wirtschaftsstandorts Wiesbaden und zum Schaden der Standbetreibenden auf dem Sternschnuppenmarkt. Sie begründen Ihren Antrag mit der Vielzahl der Menschen, die sich vermeintlich in Wiesbaden nicht sicher fühlen.
Objektive Sicherheitsdefizite mit subjektiver Sicherheit, Unsicherheit zu begründen, ist allerdings unprofessionell und vollkommen sachfremd. Und gerade die Union hat den Menschen in dieser Stadt in den letzten Jahren immer wieder eingeredet, dass die Innenstadt nicht sicher sei, während sie übrigens zeitgleich den Ordnungsdezernenten dieser Stadt gestellt haben. Vielleicht haben aber auch die massiven Kameraüberwachungseinrichtungen sowie die Waffenverbotszone für den Anstieg dieser gefühlten Unsicherheit sich verantwortlich gezeigt. Denn Kameras schaffen keine Sicherheit und Waffenverbotszonen eben nur eine gefühlte Unsicherheit. Sie beklagen also das Ergebnis ihrer eigenen Politik der vergangenen Jahre. Und wichtig ist an dieser Stelle auch mal, die Waffenverbotszone chronologisch richtig einzuordnen. Es waren nämlich keine Behörden oder Ämter, die die Politik zum Handeln aufgefordert haben. Es war die Junge Union, die dieses Thema 2017 proaktiv in den Raum gestellt hat. Und auch hier war die Argumentationsgrundlage rein subjektiver Natur. Im April 2018 nämlich, also kurz danach, hat der damalige Ordnungsdezernent Dr. Franz im Deutschlandfunk Wiesbaden, wir haben es mehrfach gehört, als eine der sichersten Großstädte Deutschlands bezeichnet. Objektiv hat die Notwendigkeit also überhaupt nicht bestanden. Im Gegenteil, Dr. Franz hat im Deutschlandfunk offen von Profiling und Gesichtskontrollen gesprochen. Eingriffsmaßnahmen nach Gesicht statt Gefahrenbegründung. Das war der wirkliche Grund, warum wir diese Zonen angeblich gebraucht haben. Wenn man nur genug Menschen anlasslos kontrolliert, dann gibt der Erfolg einem schon irgendwann recht. Stichwort Kontrolldelikt. So. Seit mehreren Jahren haben wir nun diese unsägliche Zone, die mit dem Westend einen gesamten Stadtteil stigmatisiert und gleichzeitig sehr viele Menschen, die in diesem Stadtteil wohnen. Die Ausweitung auf den Schlossplatz und den Sternstuppenmarkt ist vollkommen absurd. Erstens, weil es rechtlich vollkommen in keinster Weise haltbar ist, vergleiche hierzu § 42 Absatz 5 Waffengesetz, und zweitens, weil vollkommen untauglich. Die Waffenverbotszone, die aktuell existiert, beginnt nämlich zeitlich begrenzt erst um 21 Uhr und der Sternschnuppenmarkt schließt genau um 21 Uhr. Zu den versenkbaren Pollern, ja, die Notwendigkeit besteht, da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht, aber Sie von der Union, wir waren ja von 2017 bis 2021 in der Regierung, hätten Sie ja Druck machen können, wären wir vielleicht in der ganzen Geschichte schon etwas weiter. Also auch hier beklagen Sie wieder die Folgen Ihrer eigenen Politik. Meine Damen und Herren, die Sicherheitslage in Deutschland und damit auch in Wiesbaden hat sich seit dem 7. Oktober dramatisch verändert. Und selbstverständlich muss dies auch in einer Gefahrenbewertung oder Gefährdungsbewertung für den Sternschnuppenmarkt berücksichtigt werden. In der mündlichen Begründung Ihres Antrags sind Sie darauf auch eingegangen. Schriftlich allerdings hierzu kein Wort. Schriftlich ging es ausschließlich in dem Antrag um die allgemeine Straßenkriminalität. Sie befeuern also ganz bewusst eine allgemeine Unsicherheitsdebatte, und das ist so ziemlich das Letzte, was die Gesellschaft in der aktuellen Situation braucht. Ein ganz kurzer Bundesexkurs. In Deutschland besitzen 950.000 Menschen private Schusswaffen. Zuletzt gab es am 9. März einen Amoklauf mit 7 Toten in Hamburg. Täter war ein sogenannter Sportschütze. Nicht zu vergessen, dass wir eine gefährliche, häufig illegal bewaffnete Reichsbürgerszene in Deutschland haben. Zur Stärkung der inneren Sicherheit ist also ein restriktiveres Waffengesetz zwingend erforderlich. Eine Debatte hierzu haben CDU und FDP auf Bundesebene aber erst jüngst abgelehnt. Notwendig ist auch eine Nachschärfung im Bereich des Geldwäschegesetzes, denn illegale Tatwaffen stammen häufig aus illegalen Finanzströmen, und die Bundesrepublik Deutschland ist nach über 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung nach wie vor ein Geldwäscheparadies. Aber jetzt zurück nach Wiesbaden. Wiesbaden ist eine sichere Stadt. Unabhängig davon gilt, die allermeisten Gesundheitsschädigungen im öffentlichen Raum stehen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr. Wenn Ihnen also wirklich was an Sicherheit gelegen ist, dann unterstützen Sie uns endlich, zum Beispiel beim Thema der Geschwindigkeit. Aber daran sehen wir ja, dass Ihnen überhaupt nicht um das Thema Sicherheit geht. Das war's, ich bin da fertig. Danke. Das Wort hat Herr Bachmann. Ja. Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende auf der Tribüne oben. Herr Winter, ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei, ich habe noch nie mitbekommen, wie jemand so den Bogen spannen kann von einer
von der gefühlten Unsicherheit hin zu Verkehrsproblemen, Reichsbürgern, Waffenverbotszonen und was Sie hier alles ins Feld geführt haben, um Gefühle, vorhandene Gefühle von Bürgerinnen und Bürgern hier lächerlich zu machen. Auch leider Gottes hat der Beitrag von Frau Hoffmann-Fessner nicht dazu beigetragen, das Sicherheitsgefühl hier in irgendeiner Art und Weise oder dem subjektiven Sicherheitsgefühl, das es ja nicht gibt, Rechnung zu tragen. Es gibt es sprachlich nicht, das stimmt. Aber was machen wir mit den Leuten? Sperren wir sie aus der Stadt raus? Raten wir ihnen nicht, in die Innenstadt zu kommen? Übrigens raten. Herr Kowol, ich rate Ihnen eingehend und ich wünsche uns allen, dass Ihre Prognose, dass diese Stadt absolut sicher ist, absolut eintrifft und nichts passiert. Fakt ist, dass es, ich habe es bereits gesagt, Menschen gibt, die, ich sag mal, Angsträume in der Stadt haben, dunkle Ecken, die sie nicht besuchen. Wollen wir die aussperren, sagen wir einfach, allen anderen geht's gut, ihr braucht nicht zu kommen. Lassen wir mal die unsägliche Waffenverbotszone weg, von der ich auch kein Freund bin, weil ich glaube, das wird niemanden davon abbringen, eine Waffe zu tragen. Fakt ist ganz einfach, hier wird ein Bild gezeichnet, wo Probleme zum Teil schön geredet, statistisch begründet werden oder, wie Frau Bonnet ausgeführt hat, mit Streichelpädagogik gesund gebetet wird. Wir haben Probleme beim Thema Sicherheit. Wir müssen diese Probleme lösen, wir müssen diese Probleme ansprechen und dürfen hier kein Bild zeichnen, auch wenn es statistisch richtig ist und dass wir statistisch ist auch jede fünfte Person auf der Welt ein Chinese. Wir können mal durchzählen jetzt an der Stelle. Von daher, wie gesagt, wir dürfen die Leute nicht aussperren. Ich rede, wie sagte Frau Hinninger immer, wir können zusammen singen, aber nicht zusammen reden. Vielen Dank, Christiane, an der Stelle für das Zitat. Fakt ist ganz einfach, wir müssen auch an die Leute denken, die einfach keine Statistiken lesen oder einfach das Gefühl haben, dass die Innenstadt nicht sicher ist. Außerdem kommt mal wieder das Totschlagargument, und zwar durch Aussprache erledigt an der Stelle. Ich würde gerne über den Antrag abstimmen lassen und einfach mal schauen, wer sich um die Sicherheit dieser Stadt bemüht und wer nicht. Vielen Dank. Das Wort hat Herr von Semel. Ja, wir haben schon geredet. Ja, das ist richtig. Deswegen, ja, der Hinweis, den nehme ich an. Herr Winter hat eben geredet. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertan. Das Wort hat Frau Schob. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr zur Sachlichkeit zurückkommen und finde das absurd, dieses Theater hier um Gefühle, Nichtgefühle und gegenseitige Vorwürfe. Ich glaube einfach, das ist vor allen Dingen für die Menschen da oben, unsere Zuschauer und Gäste, nicht das, was wir bieten sollten als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Ich finde es peinlich. Zurück zu dem Antrag. Es ist schon viel gesagt worden. Ich möchte im Hinblick auf die Sachlichkeit. Lieber Herr Kowol, bei diesem Antrag zu dem Punkt 3 und 5 nehme ich mal Bezug auf den Bericht von Ihnen vom 14. November 2021. 2 Jahre ist es her. Da schreiben Sie unter anderem 2022 die geplante bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme eben jener versenkbaren Poller. Dann schreiben Sie, zunächst wird das Pilotprojekt an 3 Standorten realisiert und die technischen Möglichkeiten zur Steuerung getestet. Nach erfolgter Evaluierung des Pilotprojekts etc. kurzfristig die Errichtung der Anlagen,
Das Pilotprojekt kann nach erfolgter Evaluierung ohne ein erneutes langwieriges Vergabeverfahren erweitert werden. Sie haben die Kosten kalkuliert, etc. Also es war eine Zusage, dass das 2022 errichtet wird, dass die drei Poller. 2022 hat die CDU wieder nachgefragt, zusammen mit uns, was der Sachstand ist. Dann haben, und zwar im Ausschuss, wo es eigentlich wohl auch ursprünglich mal hingehört hat. Und dann wurde das abgewiesen, auch sehr emotional. Und sie haben nur erklärt, sie sind weiter dran, daran zu arbeiten, eine Lösung vorzustellen. Der Ortsbeirat Mitte, nämlich die Grünen, die haben auch wiederholt nachgefragt nach mobilen Einfahrtspollern. Auch da wollte man das haben, an einem anderen Punkt. Aber Antwort ist immer nur Leere, nämlich keine. Und jetzt erfährt man zum Beispiel aus dem Wiesbadener Kurier, dass es angeblich weitere Probleme gibt. Und heute Abend sagen Sie dann auch was dazu. Ich frage mich, trauen Sie sich als Dezernent nicht, den Ausschussmitgliedern und den Stadtverordneten das persönlich mal im Ausschuss auch mitzuteilen, wo vielleicht die Probleme sind, statt zu sagen, das wird gemacht, das ist alles in Arbeit und dann sang und klanglos kommt überhaupt nichts. Ich finde das sehr schade, finde das auch nicht in Ordnung. Uns als Stadtverordneten, die wir uns darüber Mühe geben, die dafür arbeiten, um eben auch dieses subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern, um den Menschen klarzumachen, wir kümmern uns darum. Und dann wird das hier nur immer so ein bisschen abgetan. Ich finde das nicht gut und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass wir, wie schon gesagt, wieder durch Aussprache erledigt, weil es ist nicht erledigt. Sie geben uns nicht die entsprechenden Antworten und sagen uns nicht, wo die Probleme sind, schon gar nicht im Ausschuss. Das ist nicht okay. Es wäre besser, wenn wir endlich mal vernünftig miteinander arbeiten könnten, um voranzukommen für alle Bürger hier. Und wir hätten gerne, sofern der Antrag überhaupt noch abgestimmt wird und nicht wie üblich von der Koop dann abgeschmettert wird, es wäre ganz schön, wenn man im Rahmen der Sachlichkeit, wenn tatsächlich ein Bericht erfolgt, ob es auf dem Sternschnuppenmarkt, um jetzt bei diesem Thema zu bleiben, irgendwelche Vorkommnisse da sind, dass das dann im nächsten Frühjahr erfolgt und man auch die Ergebnisse von diesem Jahr hat, damit wir wirklich mal sehen können, wir arbeiten hier alle nur mit dem Gefühl, der eine hat das Gefühl, es ist unsicher, der nächste sagt, es ist absolut sicher, aber Zahlen sind nicht da. Und ich. Ja, dann kann es das doch mal bitte und im nächsten, und das ist der Antrag, im nächsten Ausschuss für Frauengleichstellung und Sicherheit vielleicht mal sagen, was gezielt auf dem Sternschnuppenmarkt vorgefallen ist. Wäre doch toll, dann können wir feststellen, brauchen wir mehr, brauchen wir weniger, ist es so in Ordnung, wird gute Arbeit gemacht. Auch wir sind überzeugt, dass die Polizei, egal ob Landespolizei, Ordnungspolizei, was Verkehrspolizei, was auch immer, eine gute Arbeit leistet. Auch wir stehen hinter den Leuten. Wir sind absolut überzeugt von diesen Mitarbeitern. Und bitte? Ja, aber Entschuldigung, gerade wenn Jugend im Rathaus da ist, ist regelmäßig, gerade von jungen Frauen oder jungen Mädchen, wird gesagt, wo es unsichere Bereiche gibt, wo sie sich belästigt fühlen, wo sie sich drangsaliert fühlen. Und wir haben wie oft dann auch gesagt, bitteschön, wir wollen da andere Überwachung. Also ist es doch kein Problem, dann dazu auch mal einen Bericht abzuliefern. Also kommen wir zurück, Entschuldigung. Keine direkten Fragen mehr. Kommen wir zurück hier zu diesem Antrag. Wir sind der Meinung, er sollte eben noch darum ergänzt werden in dem Punkt 6. Und es wäre toll, wenn wir darüber abstimmen könnten. Das Wort hat Herr David. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kollegin Schob, ja selbstverständlich stimmen wir den Antrag ab. Das ist doch überhaupt keine Frage. Es ist ein Antrag eingebracht und der wird abgestimmt. Ob das Ergebnis der Abstimmung Ihnen gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Das müssen Sie aber auch uns zugestehen, dass wir so abstimmen, wie Sie das vielleicht nicht wollen. Jetzt spreche ich.
Und eigentlich hatte ich mich gemeldet, Christian, auf deinen Beitrag. Du hast gesagt, wir haben Probleme bei der Sicherheit in dieser Stadt. Ich beschäftige mich mit dem Antrag. Ich bleibe auch sachlich. Die Überschrift lautet, Sicherheit in der Wiesbadener Innenstadt endlich gewährleisten. Impliziert, wir haben keine Sicherheit. Wir haben aber vorhin gehört vom Dezernenten und auch Zitate aus der Kriminalstatistik, Wiesbaden ist sehr wohl eine sichere Stadt. Also Sie suggerieren uns doch mit Ihrem Antrag, dass Wiesbaden keine sichere Stadt ist. Sie konterkarieren damit die Arbeit Ihres eigenen Ordnungsdezernenten über viele Jahre. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Also bitte negieren Sie nicht die Faktenlage der Kriminalstatistik. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Sicherheitsgefühl, Christian, und der objektiven Sicherheit. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass hier niemand das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung auf die leichte Schulter nimmt. Und selbst in einer objektiv sicheren Stadt kann es sein, dass Menschen sich unsicher fühlen. Das negiert doch niemand. Frau Schob, da bin ich total bei Ihnen. Und das ist ein Punkt, über den wir auch sprechen müssen. Das ist ein Punkt, den wir aufnehmen. Das ist ein Punkt, Frau Georgi, den Sie nicht damit lösen können, dass Sie dem Sternschnuppenmarkt eine Waffenverbotszone überstülpen. Das passt einfach nicht. Sie haben doch Fachleute bei Ihnen. Lassen Sie sich doch von denen zum Thema Sicherheit einfach mal beraten, bevor Sie einen solchen Antrag verfassen. Eine Waffenverbotszone auf dem Weihnachtsmarkt bringt gar nichts. Für das Sicherheitsgefühl bringt Ihnen eines etwas, und das ist polizeiliche Präsenz. Präsenz der Ordnungskräfte und Präsenz der Landespolizei. Das ist es, was die Menschen in dieser Stadt wollen. Und dann fühlen sie sich sicher, nicht durch eine Waffenverbotszone. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu konstatieren, Sie sprechen immer irgendwie von Sicherheitsproblemen, Unsicherheiten und whatever. Sie haben es aber niemals konkret benannt. Christian, benennt doch mal das Sicherheitsproblem dieser Stadt. Benennt es doch deutlich. Was ich mitgehe, ist der Punkt versenkbare Poller. Diese versenkbaren Poller sind definitiv das Ding, was wir brauchen. Frau Georgi, da haben Sie auch vollkommen recht. Die Betonpoller, die wir da in der Stadt haben, sind nicht der Standard der Sicherheit. Definitiv nicht. Wer objektiviert denn diese Debatte hier? Naja, und Ihr Antrag ist auch schwierig. Also von daher gesehen, mit den Pollern haben Sie vollkommen recht. Diese versenkbaren Poller brauchen wir. Und der Vergleich mit Limburg, das muss man sich mal genau anschauen. Es gibt da sicherlich unterschiedliche Standards. Wenn wir Poller zur Terrorbekämpfung wollen, dann ist das eine andere Kostenfrage, als wenn wir einfach nur Poller haben wollen, um die Einfahrt von Fahrzeugen in eine Fußgängerzone zu verhindern. Also deswegen akzeptieren Sie das bitte, dass wir diesen Weg, den Sie vorgeschlagen haben, den Antrag so nicht mitgehen wollen. Wir werden es genauso machen, wie Frau Hoffmann-Fessner das vorhin dargestellt hat. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr von Seemen. Danach habe ich auf dem Zettel Frau Hoffmann-Fessner und dann Herr Bachmann. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe nur kurz auf ein paar Redebeiträge ein. Zuerst natürlich auf Herrn Bachmann, der den Genossen Winter angegriffen hat, weil der Fakten benannt hat, die nicht in das Weltbild vom Herrn Bachmann passen. Das ist kein Grund, jemanden hier derart anzugehen. Er hat die Fakten benannt. Sie möchten die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber das ändert nichts an den Fakten. Und wenn man sich den Antrag anschaut, dann ist da genau eine konkrete Forderung drin von der CDU. Die konkrete Forderung ist eine Waffenverbotszone auf dem Sternschnuppenmarkt. Und zu dieser konkreten Forderung werden wir ganz konkret Stellung beziehen. Die lehnen wir ab. Und Wiesbaden ist eine enorm sichere Stadt. Wir haben auch einen inzwischen ja ganz erfolgreichen Fußballclub. Viele Städte wären dankbar, wenn sie auch so friedliche Fans hätten wie der SVW in Wiesbaden. Es gibt sehr wenige Ausschreitungen dort, also mir sind keine bekannt. Und
auch überhaupt ist mir das Sicherheitsproblem in Wiesbaden nicht bekannt. Und das sagen auch alle Zahlen. Wir reden also immer nur um gefühlte Sicherheit. Und gefühlte Sicherheit wird halt vor allem vom gesellschaftlichen Diskurs bestimmt. Und den gesellschaftlichen Diskurs, den bestimmen leider Angstdebatten. Und diese Angstdebatten werden eben von AfD und CDU befeuert. Die größte Bedrohung für die gefühlte Sicherheit in Wiesbaden ist die CDU. Und damit schädigt die CDU den Wirtschaftsstandort Wiesbaden. Sie machen den Leuten Angst, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Sie machen den Leuten Angst, in die Innenstadt zu gehen. Sie machen den Leuten Angst, bei den kleinen EinzelhändlerInnen im Westend einzukaufen. Und also ich kann noch immer lauter werden und ich habe das Mikrofon. Nein, ich bin Herr auch von zur Seemann Not lauter ist, kommt, als Sie alle. Ich darf Sie gerade mal unterbrechen. Herr von Seemann, Sie haben eben gerade ein bisschen den Ton über den Bogen überspannt zu der Aussage. Was denn? Ich darf, Herr von Seemann wünscht für seine Rede Ruhe. Aber die Empörung rankt sich um das Wort, den Satz, die größte Bedrohung für diese Stadt ist die CDU. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Ich kann es Ihnen vorlesen. Und ich habe, die größte ich habe, Bedrohung für die wenn das, darf ich um Wort bitten, wenn das so anders ist, ich höre hier hinten nicht immer alles ganz hundertprozentig, das muss ich aus akustischen Gründen einräumen, die hier sitzen, wissen das. Ich habe das ebenso notiert. Sie können das auch gerne berichtigen, aber darum wurde es eben laut. Und jetzt fahren Sie bitte fort. Wir werden uns dann nochmal beraten, wie wir mit dieser Formulierung umgehen. Genau, Sie müssen vor allem bitte auch auf die Redezeit achten. Die läuft ja die ganze Zeit weiter, aber ich rede ja gar nicht. Nein, die Redezeit bleibt an dieser Stelle stehen. Verlassen Sie sich drauf. Jetzt fahren Sie bitte fort. Die größte Bedrohung für die gefühlte Sicherheit in Wiesbaden. Zwischenfrage? Ja, dann bitte sitzen bleiben. Also Antrag zur Geschäftsordnung. Gut. Aber bitte lassen Sie ihn erst mal sprechen. Wir schneiden das Ganze ja mit, insofern kann man das alles gerne nachhören. Die größte Bedrohung für die gefühlte Sicherheit in Wiesbaden ist die CDU. Und dazu stehe ich auch zu diesem Satz. Und sie schädigen damit den Wirtschaftsstandort Wiesbaden. Und auch zu diesem Satz stehe ich. Und dazu stehe ich. Und deswegen noch den letzten Punkt, den ich anbringen will, ist ja der Punkt, immer nur durch Aussprache erledigt. Das machen wir ja nicht bei Beschlusspunkten. Ne? Beschlusspunkte, der wird ganz klar abgelehnt. Die anderen Fragen sind halt beantwortet. Wenn das Ihrer Meinung nach nicht der Fall ist, dann gibt es eben den Weg. Stellen Sie die Anfragen gerne nochmal nach 45, dann kriegen Sie auch eine Antwort. Danke. Ein Antrag zur Geschäftsordnung. Wir fordern die Einberufung des Ältestenrats, weil wir hier gerade in einer Art und Weise miteinander diskutieren, die jegliche Sachlichkeit vermissen lässt. Wir debattieren hier über Inhalte, die hier an dieser Stelle bei diesen Anträgen nichts verloren hat. Wir führen hier gerade von Ihrer Seite aus gesehen eine vorgezogene Haushaltsplanberatung. Das geht so nicht und darüber möchten wir im Ältestenrat sprechen und zwar jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegt ein Antrag auf Einberufung des Ältestenrates vor. Ich habe mich mit der Amtsleitung noch mal abgestimmt. § 17 Absatz 4. Die Stadtverordnetenversammlung kann auch während
Ihrer Sitzung, das ist klar, aber auch während einer Debatte. Darum geht es hier, eine Sitzungsunterbrechung durchführen. Es ist hierüber nun zu beschließen. Ich darf zur Abstimmung kommen, wer für die Einberufung des Ältestenrates ist, der möge bitte Handzeichen geben. Das sieht doch ziemlich mehrheitlich aus. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Und wer enthält sich? Das ist auch niemand. Damit wird der Ältestenrat, bleiben Sie bitte noch sitzen, damit wird der Ältestenrat einberufen. Wir müssen gleich noch ein paar organisatorische Dinge regeln. Bitte schön, Herr Diers. Nein, der Satz mit der AfD war davor, das habe ich hier so notiert. Ich habe das eben so gehört, wie ich es wiedergegeben habe. Das kann man nochmal überprüfen. Es geht natürlich auch jetzt in der Beratung um die Frage, wie wir überhaupt miteinander umgehen und ob hier nicht auch nicht zur Sache gesprochen wurde. Ich denke, das kann man schon mal hier zwischendurch beraten. So, damit ist also mehrheitlich die Sitzungsunterbrechung beschlossen. Und jetzt möchte ich, einen Moment, ich möchte noch zur Pause etwas sagen. Herr Dr. Heimlich, der Ältestenrat, wo treffen im 107, dort finden sich bitte jetzt die Fraktionsvertretungen ein. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis um 19 Uhr uns beraten werden. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Das wäre dann auch der Zeitpunkt für die Pause. Wollen wir es, ja, jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Ihr Votum. Wollen wir es, jetzt sind wir natürlich ein bisschen sehr vor der Pause, wollen wir es so halten, dass wir dann die Pause auch planmäßig mit einbeziehen, sie aber dann verkürzen. Und mein Vorschlag, sportlich gesprochen, wäre dann die Sitzung um 19.20 Uhr fortzusetzen. Ist das zu sportlich oder sagen Sie 19.30 Uhr? Ja, ja, ein Pausenrecht haben alle. Also 19.30 Uhr, Fortsetzung der Debatte. Vielen Dank. So, ich darf Sie bitten, dann doch Ihre Plätze wieder einzunehmen. Wir haben bereits 19 Uhr und 37 Minuten. Holen Sie vielleicht die draußen am Flur im Nebenraum befindlichen Menschen noch mal. Informieren Sie sie bitte, dass wir fortsetzen wollen. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Ältestenrat hat getagt. Er hat dies knapp 55 Minuten getan. Wir haben um 7:30 PM die Sitzung des Ältestenrates beschlossen. Ich habe dem Ältestenrat den Vorschlag unterbreitet, einen Appell zur Sachlichkeit hier auszusprechen. Das steht nicht zur Abstimmung, das steht mir zu, dieses zu tun. Das gilt für alle Fraktionen, die sich diesen Appell bitte zu Herzen nehmen soll. Ich möchte dabei Bezug nehmen auf § 67 der Geschäftsordnung. Da ist eigentlich sehr klar geregelt, was Sachlichkeit heißt. Der Stadtverordnetenvorsteher kann Rednerinnen und Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, mit Nennung des Namens zur Sache verweisen. Der Verhandlungsgegenstand ergibt sich aus den Anträgen selbst. Sie sind untergliedert. Und es sollte auch immer deutlich werden, zu was man spricht. Wenn wir das beherzigen, dann sind solche emotionalisierten Debatten nicht mehr notwendig. Und in diesem Kontext spreche ich Ihnen allen in großer Wertschätzung vor dem, was Sie tagtäglich hier auch im Ehrenamt leisten und um was Sie ringen und um was Sie kämpfen und
was auch Ihre Wählerinnen und Wähler von Ihnen erwarten, großen Respekt aus, verbindet es aber mit dem dringenden Appell, zur Sache in diesem Hause zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Ich setze nun den Tagesordnungspunkt 6 fort. Der Antrag von CDU, BLW, ULW und BIK. Und auf meiner Redeliste stehen Frau Hoffmann-Fesner als Nächste, Herr Bachmann und Herr Friedrich. Sollte es noch weitere Wortmeldungen geben, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Und nun bitte, das Wort hat Herr Bachmann. Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, tue ich nicht. Der Kollege Michael David hat mich gefragt, wo es denn Themen gibt oder Fakten gibt. Und ich möchte zum Beispiel mal ein Thema aufgreifen, was ich aus der Veranstaltung Jugend im Rathaus mitgenommen habe. Und zwar ist es der Busverkehr abends ab 20 Uhr. Dass Jugendliche, egal welchen Geschlechts, abends ab 20 Uhr Probleme oder auch Ängste haben, den Bus zu nutzen. Ich habe das Ganze mal erweitert und im Freundeskreis meiner 15-jährigen Tochter und auch meine Tochter gefragt, die mir das Gleiche wiedergespiegelt haben und nicht mit einer vorhergehenden subjektiven Fragestellung. Kollegin Hoffmann-Fesner, es war überspitzt. Es ist nicht mein Antrag, deshalb würde es mich einfach nicht treffen, nur es ist einfach ein wichtiges Thema. Und Überspitzung hat bei dem Thema Sicherheit meiner Ansicht nach in der Form genauso wenig was zu suchen wie das Ablenken auf andere Problemfelder, die auch mit dem Thema Sicherheit in unserer Stadt und Stadtpolizei nichts zu tun haben. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Friedrich. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, auch wenn nicht mehr allzu viele da sind. Ich bin der Letzte jetzt. Mal schauen, ob es so bleibt. Ich wollte eigentlich vorhin den Schwung mitnehmen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz wollte ich erstmal damit beginnen, dass ich es tatsächlich sehr bedauerlich finde und vielleicht auch ein bisschen unfassbar, wie das Thema Sicherheit ins Lächerliche gezogen wird, gerade bei der aktuellen Lage. Es handelt sich hierbei tatsächlich ja um einen Berichtsantrag. Und es ist doch so, dass präventive Maßnahmen grundsätzlich davor schützen sollen, dass überhaupt irgendwas passiert. Und das gilt auch bei der weltpolitischen Lage jetzt gerade, wenn ich den ganz kurzen Schwenk noch mache. Wir schützen auch Synagogen davor, bevor etwas passiert. Und auch nur, weil das Gefühl da ist, es könnte was passieren oder die Gefahr größer wird. So, das nur kurz als Beginn. Ansonsten wurde es ja heute schon angesprochen und da will ich auch den Herrn Kowol gerne zitieren. Wiesbaden ist sicher. Das möchten wir auch gar nicht bestreiten. Gerade im Vergleich mit anderen Großstädten, und das wissen wir auch, schlagen wir uns wirklich gut. Das liegt aber durchaus auch an der stetigen Arbeit, gerade der CDU hier in Wiesbaden, und auch Dr. Oliver Franz hat da seinen Beitrag zu geleistet, mit den örtlichen Behörden zusammen, dass Wiesbaden so sicher ist, wie es ist. Zusammen haben wir Maßnahmen umgesetzt, die für mehr Sicherheit sorgen, und dazu zählen Kameras, die angesprochen wurden, mit denen schon Straftaten aufgedeckt wurden, auch im Nachgang. Es zählt die Belebung des Mauritiusplatzes dazu. Es zählt die Forderung nach Pollern dazu, die wir jetzt schon besprochen hatten. Und das ganze Sicherheitskonzept, was damals aufgestellt wurde, gemeinsam sicheres Wiesbaden, ist im Grunde eine CDU-Leistung gewesen. Ich damals war JU-Vorsitzender, es wurde schon gesagt, es war eine JU-Forderung mit der Waffenverbotszone. Wir haben daraus ein ganzes Sicherheitskonzept gestaltet. Vieles davon findet sich in diesem Sicherheitskonzept, was gemeinsam mit den den jetzigen Kooperationsfraktionen weitestgehend zumindest dann auch beschlossen wurde. Und das, obwohl auch Wiesbaden damals schon sicher war, verhältnismäßig. Ich wollte jetzt noch einmal kurz auf die Waffenverbotszone eingehen, weil es da ja offensichtlich Verständnisschwierigkeiten gibt.
Die Waffenverbotszone ist auch laut der Polizei ein probates Mittel, um präventiv Straftaten bis hin zu Verletzungen oder bis zum Tode zu vermeiden. Die Waffenverbotszone ermöglicht der Polizei ja die Handhabe, Menschen zu kontrollieren und das auch teilweise ohne Anlass. Das stimmt. Es hat sich aber gezeigt, jetzt in den Auswertungen daraus, die es ja teilweise schon gibt, dass auch schon im ersten Jahr einige Waffen und gefährliche Gegenstände sichergestellt wurden. Waffen, die vielleicht vorher, man erinnert sich vielleicht an den 19-Jährigen, der damals in der Fußgängerzone auch erstochen wurde, die gab es damals noch nicht. Nein, googeln gerne. So. Wurde damals danach eingeführt. Das war einer der Gründe, die dazu geführt hat, dass diese Forderung aufkam. Und das Ganze ist entstanden aus einem Streit zwischen mehreren Menschen, der nicht mehr oder weniger darin begründet war, dass da eine Person in die Fußgängerzone kam, die ein Messer dabei hatte und dachte, ich steche jetzt jemanden ab. Das ist nämlich mehr oder weniger ein Amoklauf. Sondern da sind Leute, die trinken vielleicht Alkohol oder die streiten sich, weil irgendwer einen gerempelt hat und dann zückt er das Messer. Und um das zu vermeiden, wurde diese Waffenverbotszone eingeführt. Und dass das ja auch andere Städte jetzt nachahmen und auch gestern im Radio zu hören war, zum Beispiel bei FFH, wo die Wiesbadener Behörde auch angehört wird, wo berichtet wird, wie gut das funktioniert und auch Besucher der Fußgängerzone sagen, dass sie damit gar kein Problem haben, finde ich, das ist ein Zeichen dafür, dass wir hier in Hessen Vorreiter dafür sind, dass das gut funktioniert. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass Frankfurt uns das nachahmt, gerade in einem Viertel wie Frankfurt, das Bahnhofsviertel, wo das sicherlich eine gute Maßnahme ist. Und auch hier kann man sagen, warum passiert denn so wenig in dieser Zone an Gefahren, warum gibt es da wenig Meldungen über Straftaten? Das ist für mich so eine Art Henne-Ei-Diskurs. Na, wie würde das denn aussehen, wenn die Waffenverbotszone nicht da wäre? Ja, die Thematik hatte ich schon, es gab einen getöteten Jugendlichen. Und auch da wurde heute schon gesagt, der Polizeipräsident hätte gesagt, dass die Waffenverbotszone mehr oder weniger keinen Nutzen hat. Die Waffenverbotszone wurde nicht mehrfach schon von den Polizeipräsidenten etc. als wichtiger Bestandteil dieser Gesamtstrategie für ein sicheres Wiesbaden erwähnt. Und dabei bleibt es auch. Die ist damals mit einigen Teilen und auch mit der SPD zusammen abgestimmt worden. Die SPD hatte sich anfangs noch mehr oder weniger ein bisschen dagegen gewehrt, bis sie die Polizei mal zum Gespräch eingeladen hatte und dann von der Polizei davon überzeugt wurde. Und da wünsche ich mir tatsächlich einfach auch dann von der Linkskooperation, dass man sich vielleicht wirklich mal mit den Leuten, gerade auch mal mit der Polizei, dann mal zusammensetzt und sich das wirklich mal mit denen anhört und dann schaut, was macht Sinn und was nicht. Und das, was wir hier haben, ist ein Berichtsantrag. Es ist ein Berichtsantrag und wir machen da wieder von Seiten der Linkskooperation ein Fass auf, wegen einem Bericht, den wir einfach nur haben möchten, der am Ende die Meinung, die Ängste von Teilen der Wiesbadener Bürger wahrnimmt, mitnimmt und da einfach eine Antwort drauf haben möchte. Und dann kann man entscheiden, was macht man daraus. Es ist ein Bericht, den wir fordern. Und auch der letzte Punkt, Ingo, ist ein Bericht. Da steht nicht drin, wir fordern die Waffenverbotszone zu erweitern. Wir fordern die Stadt auf, Gespräche zu führen, um zu schauen, ob es sinnhaft ist, die Waffenverbotszone zu erweitern auf den Schlossplatz. Und ja, das sagst du jetzt, aber das wollen wir halt wirklich von den Behörden hören. Und es ist ein Gamechanger gewesen jetzt. Auch das hat die Polizei gesagt, Frau Bonnet. Das haben sie nämlich vorhin gesagt, es wäre keiner, es ist einer, wenn man sich wirklich mit den Leuten da zusammensetzt. Ich finde es übrigens auch ungeheuerlich, dass die Polizei hier heute schon mehrfach grundsätzlich auch eine Art Racial Profiling vorgeworfen wird. Die Thematik hatten wir genauso damals auch schon bei der Debatte um die Waffenverbotszone. Wir als CDU stehen hinter der Polizei, wir stehen auch hinter der Stadtpolizei. Und wir wollen hier keine Verhältnisse wie in Berlin, wo sich jeder Polizist für alles Kleinste direkt rechtfertigen muss, sondern es soll so bleiben, wie es ist. Wenn was passiert, wird es beraten. In Berlin läuft das andersrum, da steht immer zuerst der Polizist unter Anklage und nicht der was gemacht hat, egal was vorgefallen ist. Das funktioniert so nicht.
Wir haben aber auch wahrgenommen, dass eine Zunahme der Waffendelikte außerhalb der Waffenverbotszone um 27% zu verzeichnen war. Und das ist auch der Grund, warum wir tendenziell sagen, lasst uns prüfen, ob wir die erweitern können, um auch außerhalb dieser Zone entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, um zu verhindern, dass da überhaupt irgendwas in der Art passiert. Deswegen die Forderung, das auf den Schlossplatz zu prüfen. Zu guter Letzt wollte ich noch einmal ganz kurz darauf aufgehen, dass es das subjektive Sicherheitsempfinden so nicht gibt. Das lässt sich auch ganz einfach lösen. Wir machen nämlich ständig auch Stadtrundgänge mit Polizei und Bürgern. Wir haben diverse Formate. Und wenn die Polizei das Problem kennt, wenn die Polizei das subjektive Sicherheitsempfinden in Wiesbaden wahrnimmt, wenn es rund um Platz der Deutschen Einheit etc. auch durch Kameras Probleme gibt, durch das subjektive Sicherheitsempfinden, dann muss man da auch bauliche Maßnahmen treffen. Das sind alles Sachen, die muss man damit reinziehen und dann muss man schauen, dass man sich zusammensetzt. Im Grunde geht es doch darum, dass wir hier im Stadtparlament, wir streiten immer sehr viel, klar, wir haben die klare Trennung hier in der Mitte, aber Leute, am Ende will, und das wissen wir natürlich auch, jeder das Beste für die Stadt. Jeder hat seinen eigenen Weg dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, hier bessere Kompromisse zu finden in diesem Stadtparlament und nicht immer nur gegeneinander zu hetzen. Und das sage ich allgemein auf beide Seiten übrigens. Und dass man am Ende nicht das subjektive Empfinden der Bürger so ignoriert, ins Lächerliche zieht. Und ich habe auch das Gefühl, die einzigen, die durch diesen Berichtsantrag verunsichert sind, ist die Kooperation. So, ich sehe, die Redeliste ist erschöpft. Der Antrag wurde aufgerufen um 18 Uhr, jetzt haben wir gleich 20 Uhr. Ich denke, es ist jetzt ausführlich beraten. Sehe ich noch einen Rednerwunsch oder einen Redewunsch? Das ist nicht der Fall. Dann greife ich nochmal den Antrag von Frau Hoffmann-Fesner auf. Sie werden sich noch daran erinnern, Ziffer 1 bis 6 durch Aussprache zu erledigen. Das stelle ich nun gleich zur Abstimmung und dann den Absatz 7 gesondert zur Abstimmung zu stellen. Sind Sie mit dem Vorgehen einverstanden? Frau Hoffmann-Fesner, ich habe Sie so richtig verstanden, ne? Ja. Ja, dann rufe ich nun auf zur Abstimmung zu 1 bis 6 durch den Antrag durch Aussprache zu erledigen. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die Kooperation. Wer stimmt dagegen? Das ist diese Seite vollständig wohl. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist der Ziffer 1 bis 6 durch Aussprache erledigt. Und wir kommen jetzt zur Abstimmung von Ziffer 7. Wer stimmt für den Antrag? Aufpassen, wer stimmt für den Antrag? Das ist diese Seite, nur nicht die FDP. Ja. Wer stimmt dagegen? Das ist die Kooperation und die FDP. Und wer enthält sich? Niemand. Haben wir notiert, dann ist dieser Antrag abgelehnt.